Das ist eine Revolution in der Breite. 2,50 Meter breit in einem teilintegrierten, ja, das kennt man nur in Amerika, aber Carver hat es gebaut, denn man hat ein Raumgefühl in einem teilintegrierten wie in einem großen Liner. Und das ist Carver wirklich sehr gelungen. Es ist ein Fahrzeug auf Mercedes-Benz-Basis und es hat eine Besonderheit, es hat hier oben eine kleine Erhöhung, die wahrscheinlich dem Raum unglaublich zugute kommt. Und wie es innen aussieht, das werden wir gleich mal erfahren von Peter. Grüß dich, Peter. Grüß dich, hi. Ja, ich war heute bei euch zu Gast schon. Wir haben ein voll integriertes Modell gezeigt, da haben wir ein Video gemacht. Und das ist jetzt ein teilintegrierter, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir fast noch besser, weil natürlich das Fahrzeug Mercedes-Benz hier komplett in seiner Schönheit zu sehen ist. Genau. Wir haben dieses Modell 87 mit der Breite schon einige Jahre auf dem Markt. Aber jetzt ist das hier eine ganz große Neuheit, jetzt auch auf Basis von Mercedes-Benz. Ja, ihr seid unglaublich zufrieden mit Mercedes-Benz. Ja. Es gab einiges zu lösen. Das Thema ist natürlich Heizung. Ihr seid die Spezialisten für skandinavische Verhältnisse. Und da muss es immer schön warm sein. Ja, das sind tolle Gespräche und nicht immer so einfach. Aber wir haben es gelöst, wir haben es geschafft. Und ja, wir sind ganz glücklich, dass wir dieses Modell genau anbieten können auf Mercedes-Benz, weil das ist das Modell, was wir am meisten bei Carver verkaufen. Wegen dieser Breite, wegen das Raumgefühl, wegen aller Staumöglichkeiten. Aber die Kunden haben vorher gesagt, wir brauchen es auf Mercedes. Das ist einfach gesagt, aber nicht einfach gemacht. Aber jetzt haben wir es hier auf der Caravan Salon in Düsseldorf. Ja, wenn das hier in Amerika gezeigt wird, ich nehme an, ihr habt Anfragen auch aus den USA, weil, habt ihr? Nee, noch nicht. Noch nicht? Wir sagen so, wir können besser eine Sache gut machen und mehrere Sachen halb. Wir konzentrieren uns erstmal auf Europa und ganz ehrlich, im Moment südlicher aus der Schweiz sind wir noch nicht vertreten. Wir sind ganz stark in Skandinavien natürlich, aber auch sind wir in Deutschland gut unterwegs und der Markt hat so viel Potenzial, dass wir auch sagen, hier in Deutschland, da geben wir jetzt Gas. Und Amerika, ganz ehrlich, ist im Moment noch nicht so wichtig. Nee, es hätte nur sein können, wenn jetzt jemand die Videos sieht, ja, in Amerika, die lieben ja, die lieben Mercedes-Benz. Ja. Der Sprinter startet da richtig durch, der wird ja auch dort drüben verkauft und gebaut, ist homologisiert in Amerika. Ja. Und deswegen werden diese Videos auch sehr gerne in Amerika geschaut. Aber wir machen zum Glück nicht auf Englisch, sonst wäre die Hölle los, denn viele wollen es haben. Ja, Carver, vielleicht ein, zwei Takte dazu, ihr baut Qualität. Wir bauen Qualität und nicht nur das, wir bauen Fahrzeuge um Camping zu machen für das ganze Jahr, in alle Temperaturen, ganz extrem hoch oder ganz extrem niedrig. Ja, vorne steht da Royal X780 LXL, King Size. King Size, das ist Bett. Diese 2,50 Breite. LXL bedeutet diese L-Küche zusammen mit das französische Bett und X, weil es ein Crossover ist mit der ganz schön verarbeitete Hubbett, das sehen wir später mal. Ja, es kommt unglaublich gut an auf der Messe. Ihr habt einige Leute hier. Die Omnistor ist oben drauf. Sie ist aufgesetzt, aber wirkt trotzdem nicht als Fremdkörper, weil sie exakt im gleichen Weiß ist wie das Fahrzeug. Es geht fast unter. Ja, das ist auch wieder die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, in diesem Fall Tülle. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ja, zeig mal ein kleines Highlight. Das hier ist kein Dekor, was aufgebracht wurde, sondern das ist tatsächlich auf die Front aufgedruckt. Genau, wir nennen das bei Carver Innovation Design und wir sind die Einzige, die das anbieten. Das ist ein Alublech, wobei die Dekos, die sind angebracht mit einer Drücktechnik. Mhm. Und ganz theoretisch kannst du da alles haben, was du willst. Das ist aber das Carver Design, das kennt man. Ja. Und das wollen die Leute auch, dass man es erkennt. Also wenn man ein Carver hat, dann fällt man auf einem Campingplatz, denn es gibt nicht so viele und hier ist das ganz Wichtige. Es ist tatsächlich made in Sweden. Sehr wichtig, auch dass wir das zeigen natürlich. Schweden baut auch ganz tolle Produkte. Ja, wir kennen das. Ein wunderschönes Heck geformt. Ja. Auch das ist nicht günstig, wenn man hier so Kleinigkeiten mal so eben rausformt.
und dann Werkzeuge bauen muss. Und es ist sehr glatt geworden. Was ist das für ein Material? Ist das GFK? Das ist ein GFK, aber auf der Innenseite, das sehen wir natürlich nicht, aber das ist Alublech. Und das ist ganz wichtig wegen dieses Komfort, was wir brauchen für das ganze Jahr. Also das hier, was GFK ist, ist nur optisch. Und ganz schön vielleicht nochmal zu zeigen, dass wir das dritte Bremsleuchte auch haben. Jemand hat die Beleuchtung jetzt ausgemacht, aber wir können bei Kabe immer auch die Parkbeleuchtung anmachen. Und dann kommt das dritte Bremsleuchte mit. Und das ist ganz schön. Das ist das Logo. Das ist das Logo. Das ist dann beleuchtet. Ich werde es später mal anmachen. Und dann können wir jetzt schön zeigen, dass wir ein Kabe haben. Schön. Ja, das Heck ist ja das, was man sieht. Die Leute sind begeistert vom Design. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr gut. Und auch bestimmt dieses Jahr, ganz ehrlich, im Vergleich mit den vorherigen Jahren, war es vielleicht ein bisschen zu extrem. Jetzt, wenn wir auch sehen innen, dass es viel mehr in Harmonie ist und das kommt sehr gut an. Neues Holzdekor. Also die Zugmaschine Mercedes-Benz tut dem Auto gut. Ihr seid Spezialist, Leute gehen damit in den Skiurlaub, in den Winterurlaub. Ja. Da habt ihr spezielle Lösungen für, richtig? Genau. Und nicht nur Skiurlaub. Es ist auch, wir haben auch unsere Kunden. Ich habe sogar eine Kunde vor einigen Wochen gesprochen, der war an der Grenze mit Iran. Also die ist ganz durch die Türkei gefahren und ja, die haben keinen Schnee. Nicht, wo der Kunde da war. Und dann hat man auch das Vorteil, das ist sehr viel Komfort, das Fahrzeug ist ganz kühl. Das heißt, die Isolierung ist wirklich sehr gut? Der beste, der da ist. Das heißt, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben bei Sachen, die man nicht sieht, richtig? Das heißt, genau. An der Wand. Genau. Darum sind auch diese Querschnitte so wichtig auf einer Messe, dass wir auch zeigen können, wie wir das gebaut haben. Und es ist nicht nur die Isolierung mit höheren Isolationswerten. Es ist auch so, dass diese Isolation ist auch sehr stark und die Konstruktion ist dadurch auch sehr gut zu behalten. Also man hört das auch während der Fahrt nicht. Und für uns im Werk ist es dann einfach, weil wir können alles direkt an der Wand schrauben. Wir haben keine Verstärkung in der Wände. Und die Zellen von dieser Isolation sind so nah dran, dass Feuchtigkeit hat keine Chance. Wenn du mal so lieb das hier mal aufmachst, ja. Das wäre jetzt der Arbeitsplatz. Den Sitz hier kann ich drehen oder ist der fest? Die kannst du drehen, ja. Kann man drehen. Auch hier riecht es riecht nach Kfz, es riecht nicht nach Wohnmobil. ja, das ist das neue M-Book-System von Mercedes-Benz. Also im Nutzfahrzeug habe ich jetzt die Technik aus der Automobilindustrie, aus PKWs. Ganz genau. M-Books. Ganz genau. MBOX, da ist es. Automatikgetriebe. Ihr verkauft die Autos nur mit Automatik? Nur mit Automatik. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn, oder? Nee, in dieser Liga muss es Automatikgetriebe sein. Mit allen möglichen Sicherheitssystemen. Wir haben aktive und auch passive Sicherheitssysteme. So ist auch zum Beispiel der Wassertank hat auch eine Verstärkung, so dass es, wenn mit einem Crash, dass dann eigentlich nichts passieren kann mit Wassertanks, mit Batterien und so weiter. Zeig mal gerade ein kleines Detail. Hier ist eine Matte drin. Ja. Die ist auch beheizt? Das ist die Heizung. Das ist die Fußbodenheizung, die wir hier montiert haben. So, weil die Kabine ist natürlich eine kalte Brücke und dort brauchen wir zusätzlich nochmal Fußbodenheizung auch in der Kabine, was wir schon natürlich serienmäßig auch haben in der Living, in das Wohnbereich. Toll. Ja, wir gehen am besten mal rein, schauen uns das mal an. Ja, Zeiten von Corona, 20.000 Menschen dürfen zeitgleich rein. Das letzte Wochenende, war das schon gut? Och, das war sehr gut. Also wir sehen auch, dass der Kunde, die sind begeistert und wir haben so viele Angebote gemacht und auch so viele Fahrzeuge jetzt verkauft auf der Messe. Das hatten wir nicht erwartet und sicher nicht in diese Zeiten. Ja, ich zeige mal gerade, hier sprechen wir über einen Endpreis 136.000 Euro. Das hat natürlich seinen Preis. 2 bis 6 Personen können hier schlafen, aber optimal wahrscheinlich für 2 Personen. Hubbett mit drin? Hubbett drin und das werde ich dir mal später zeigen. Aber du siehst schon, das Hubbett ist hier im Vorne, das Bereich vorne und das ist ganz schön verarbeitet. Es ist überhaupt nicht zu sehen. Nein, das gibt es doch gar nicht. Nee. Genau, das ist doch unglaublich. Ihr habt ein Hubbett gemacht, was man nicht sieht. Das Hubbett ist nicht da.
Ach, da ist ein Hubbild. Ich habe es gerade gar nicht mitbekommen. Wo soll denn das sein? Warte, Augenblick mal, Peter. Ich zeige mal gerade, was du machst. Du hast eine eigene Steuerung. Ich habe eine Steuerung entwickelt zusammen mit Dometic, richtig? Mit Dometic, das stimmt. Also hier sind alle Funktionen sind drin. Natürlich die Beleuchtung, das Hubbild, die Heizung, Wasserpumpe und alles Mögliche, Klimaanlage. Also hier sieht aus wie ein Flugzeugcockpit, so ein bisschen, oder? Ja. So als wärst du eine hübsch, ne? Ein Learjet, Cessna. Ja, richtig, so soll cool. Das sein. Und das Hubbild, ja, bitte mach mal. Ich bin ganz geflasht. Also jetzt bin ich gespannt. Ist das krank? Oh mein Gott. Das kommt komplett nach unten, das natürlich. Das ist ja voll groß. Das ist sehr groß. Ich mache es nicht weiter. Du musst eigentlich diese Polster mal wegnehmen. Ja. Aber das kommt bis hier. Ja. Du kannst ganz einfach einsteigen mit deinen Leitern. Und dann hast du ein ganz tolles Bett für zwei Personen. Hallo? Wie groß ist das Bett? Ungefähr. 1,40 Meter. 1,40 Meter mal 2 Meter. Achso, die komplette Fahrzeugbreite fast, oder? Also ja, weil wir sind, sag mal, 2,30 Meter Breite. Für das Bett nur, ne? Und es kommt ziemlich weit runter. Das heißt, ich habe einen sehr leichten Einstieg dann. Das Polster auf der rechten Seite nimmt man dann weg, richtig? Ja. Genau, wir machen nochmal hoch. Maximal 200 Kilogramm Belastung. Wobei ich habe gehört, dass die Schweden auch mal das getestet haben für 202 Kilo. Ja, ne? Natürlich, es gibt eine Toleranz. Also auch mit 250 würde das sehr wahrscheinlich reichen. Aber wir zeigen 200 Kilo. Und das reicht doch auch mit zwei Personen. Ja, ich denke auch. Ja, hier vorne ist das Cockpit genial integriert. Ihr habt euch viel Mühe gegeben in der Integration des Cockpits in den Innenraum. Also das ist so, damit das Ganze nicht schlimm aussieht, sage ich mal. Aber es ist mit dem Schwarz vorne, das ist unglaublich edel, oder? Sehr, sehr schön. Sehr, gefällt dir? Ja, ja. Und nicht nur mehr, es geht nicht nur um mich, aber unsere Kunden natürlich und was wir so hören von unseren Händlern und unseren Besuchern hier auf der Messe. Dass es sehr gut angekommen ist. Es gibt das Fahrzeug hier mit 4x4? Nee, gibt es nicht. Nee, das haben wir noch nicht im Programm. Hier vorne ist nochmal das M-Box-System, was man sieht. Also richtig toll. Und jetzt hier, wenn ich mal kurz hinsetze, Patricia, dann zeige ich mal gerade das Raumgefühl hier drin. Das ist natürlich bei 2,50 Meter Breite, ist es auf Wohnwagenniveau, richtig? Das stimmt, ja. Und wie gesagt, der Einzige, die so breite Reisemobile bauen. Und wir sind bei Kabe, wobei man auch bei niedrigen Temperaturen in das Fahrzeug ist. Und dann brauchst du auch Komfort und das Raumgefühl. Ja, Patricia, das ist ja jetzt mal, es ist was ganz anderes. Also genauso Kabe hat was gebaut, was du hier auf der Messe kein zweites Mal findest. Also hier das Leder allein, das wirkt so ein bisschen, das könnte auch Maybach sein, ja, so. Nein, ist wirklich sehr schön. Ihr habt unglaublich viele Details verwirklicht, oder? Ja, das stimmt. Wir haben über alles nachgedacht. Und bei Kaba ist es auch Pflicht, dass wir selbst mit Reisemobil und Wohnwagen Camping machen. Und dann erleben wir auch selbst, was wir auch falsch gemacht haben und was wir ändern müssen. Und mittlerweile haben wir Fahrzeuge, wobei man denkt, ach, das haben wir doch eigentlich ganz klug gemacht und so, schöne Lösungen. Sag mal, die Leute, die schauen ja wahrscheinlich wenig Fernsehen. Ihr baut die Fernseher wahrscheinlich erst zum Schluss ein, wenn der Kunde sagt, wo er sie gerne hätte. Ja, und Fernsehen gibt so viele Möglichkeiten, dass wir mit Zusammenarbeit mit unseren Händlern gesagt haben, das machen wir dann nicht ab Werk. Das ist dann eine Sache, was der Händler für den Kunde einbaut. Ja, ich habe eine Fritzbox drin, ihr habt einen TP-Link-Router drin, denn das Thema LTE in den Fahrzeugen wird immer wichtiger. Es gibt Europa-Flatrates. Ja. Viele schauen auf Fernsehen über LTE, das ist so. Das heißt, man braucht nur ein Tablet, keinen Fernseher mehr. Ganz einfach. Das schönes WLAN in dein Reisemobil oder Wohnwagen. Ja, tolles auch. Ist hier auch eine Heizung drin hier unten? Hier, der Heizung ist überall, auch hier. Das ist dahinter, ist das verbaut. Aber du meinst wahrscheinlich Trocknen. Auch dieser Trockenschrank. Ja. Und das ist dahinter, Patricia, in die großen. Genau, da ist dann nämlich siehst das. Dann siehst du hier deinen Kleiderschrank. Und wenn du diese schwarze Gitter mal wegnimmst, dann siehst du auch dort die Heizung verbaut. Das ist schon gigantisch. Also man hat hier die Heizung drüber, das heißt, es kann erstmal abtropfen und dann wird es trocken. Gerade dann, wenn ich mal mit irgendwelchen nassen Sachen oder sowas mal. Das ist toll. Ja, die Schränke, die Küche, das ist ja ein wesentlicher Bereich. Dieser Backofen hier, da habe ich das Gefühl, den kenne ich aus eurem Wohnwagen, oder? Ja, natürlich, ja. Die haben wir bei unserem Wohnwagen und
auch das hier ist serienmäßig wieder verbaut. Ganz toll, ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, Patricia, mal ein kleines Detail zeigst, da ist ein kleiner Hebel hier. Siehst du den rechts? Den? Dieses schwarze. Ja. Genau, du erklärst uns das mal bitte. Jetzt hat Patricia das zugemacht, ganz einfach, mit einem Schloss. Alles zu. Und jetzt ist alles so, jetzt wieder geöffnet und du kannst das auch ganz einfach so wegschießen, dann ist das alles soft close. Und das sind so von diesen Feinheiten, die sehr gut durchdacht sind. Ja, die Schalter sind richtige Lichtschalter, wie man sie kennt von zu Hause. Die kann man sogar treffen. Ja, und dimmbar, ja. Toll. Ja, was mir direkt aufgefallen ist, ihr habt natürlich den Dometic-Schrank hier. Aber ihr habt die Oberflächen designt. Das heißt also, damit dieser wunderschöne Kühlschrank, der von beiden Seiten zu öffnen ist, einmal aus dem Wohnbereich und einmal aus dem Schlafbereich, habt ihr mit einer Außenfront versehen, die unglaublich edel wirkt. Das sieht toll aus. Überall habt ihr Ambiente Light? Überall. Großes Kino. Ja. Ja, wie ist das hier denn jetzt in den Niederlanden? Sind da auch schon ein paar Stück, die auf der Straße sind? Da sind wir schon lange unterwegs mit unserem Reisemobil. Da haben wir auch richtig gut verkauft. Was natürlich in Holland eine Sache ist, das sind diese 3,5 Tonnen. Aber auch dort bieten wir einen super Service, wobei wir sagen, wenn ein Kunde ein Kabel-Reisemobil kauft in den Niederlanden und er fehlt ihm dieser Führerschein, dann bieten wir das kostenlos an. Was kostenlos? Dieser Führerschein. C1. Echt? Ja, kein Witz. Der C1 bis 7,5 Tonnen bieten wir kostenlos an, wenn man ein Kabel-Reisemobil kauft über 3,5 Tonnen. Okay, das heißt, man kann denn in die Niederlande fahren und dort einen Führerschein machen, wenn man noch keinen hat? Genau. Ja, ist natürlich in Deutschland, die Älteren, die haben das. Ja. Es ist aber gar nicht so schwer. Es kostet ungefähr 2000 Euro, den nachzumachen. Man muss einmal ein bisschen pauken, aber es ist nicht so wild. Am besten gleich den C1e machen. Ja. Ja, eine Alde mit drin. Ihr schwört auf Alde, ist gut? Ja, es ist nur, wir machen nur Alde, das machen wir 10. Jahren schon. Das ist die beste Heizung, die es gibt. Und bei Kabel ist es auch so, wir bauen das Reisemobil um die Heizung ein. Also wir haben das Fahrgestell, den Boden und dann schon die Heizung. Und das ganze Reisemobil wird da hingebaut. Es ist nicht so wie bei anderen Herstellern, die einfach eine alte Heizung einbauen, nachher fast. Das ist eine andere Philosophie bei Kabel. Ich habe selbst eine 3020. Sie lässt einen nicht im Stich, so muss man sagen. Man muss aber, glaube ich, alle 2-3 Jahre Service machen, richtig? Ja, das stimmt. Ja. So, du gehst mal bitte rein, denn auch das Bad. Ich habe gehört, die Leute in Skandinavien sind groß. Die sind groß, genauso wie hier in Deutschland oder in Holland. Wir haben Skandinavier, das sind doch die großen Dinger. Die großen, ja. Nee, das war Spaß. Aber, sag mal, die Dusche ist groß genug? Die Dusche ist sehr groß. Okay, genug, wenn ich auf Toilette gehe, kann ich einfach zumachen? Zumachen. Feierabend. So, ich habe ein Fenster natürlich mit drin. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, oder? Das ist schön. Wenn du mal kurz hinten reingehst in die Dusche, sie hat extra weiche Turnschuhe an, kann nichts passieren. Gut, vorbereitet. Sehr schön, ja. Die Höhe, du bist 1,67? Ja. Ach so, du kannst dich ausstrecken, oder was? Naja, das ist auch für die Kleidung. Wenn du willst, kannst du auch deine nasse Kleidung noch dort aufhängen. Maximal 10 Kilogramm steht drauf, das ist also kein Spielzeug. Nee. Und weil auch das Badezimmer ist und Duschkabine ist geheizt, da unten und da hinten laufen die Schläuche für die Heizung. Boah, ist das schön. Es ist alles schön. Es ist so irgendwie so... Aber es ist natürlich auch sehr exklusiv. Man fährt ein Fahrzeug, was man nicht an jeder Ecke sieht. Nein. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Genau. Und das ist hier gebaut für Kunden, die sagen, naja, wir gehen nicht 3 Wochen in Urlaub, wir gehen für 3 Monate oder das ganze Jahr. Und wir gehen von Norwegen bis zum Marokko. Und man hat bei Kabel immer Komfort. Einfach mal drücken. Mhm. Und dann geht's. Genau, Press, hier habe ich denn nochmal. Überall die Heizung, das ist ja Wahnsinn. Ja. Abwasser, Heizung. Und du siehst auch, dass alles belüftet ist, also die Schränke. Du siehst überall eine Spalte. Ja. Doppelboden, alles um die Belüftung auch zusammen mit der Heizung natürlich gut zu arbeiten zu lassen. Ich kann mir vorstellen, wenn man in Skiurlaub geht, ja, man fährt das und viele aus den Niederlanden, die gehen ja gerne in Skiurlaub, so ist es. Ja, so ist es. Und du auch, oder? Ich auch. Ja. Und alle Klamotten sind nass, wenn du reinkommst. Alles ist nass. Und dann? Ja.
dann merkst du beim Kabel, ich habe selbst die Erfahrung wirklich, dass man einfach die Heizung mal anmacht und das ist besser wie zu Hause. Das können wir hier auch besser konditionieren. Das ist ein Fahrzeug von 7,80 Meter bei 2,50 Meter und das ist optimal, ist das gebaut für jedes Jahr, jede Zeit in das Jahr. Du hast mir erzählt, ihr habt sehr viele junge Kunden mittlerweile, die ihr anzieht, ja. Mehr und mehr. Aber immer noch, am meisten doch noch die etwas Älteren, die sagen, wir haben viel Erfahrung, wir machen es gerne, um Camping zu machen. Jetzt sind wir zu zwei. Wir haben schon mehrere Reisemobile gehabt und jetzt kaufen wir ein Kabel, weil wir gehen 3 Monate im Urlaub oder noch mehr und dann muss es wirklich top sein und wir wollen überall hingehen mit aller Komfort. So, bevor wir rausgehen, die Leute warten nämlich schon, zeigen wir doch einmal das Hubbett bitte. Das ist sexy, sage ich jetzt mal, denn das habt ihr so schön gelöst, man sieht es nämlich nicht. Es kommt aus dem Nichts. Und obendrauf habe ich natürlich eine Luke. Peter, komm, wir gehen raus. Wir gönnen den anderen diesen tollen Anblick mal, dass wir das sehen. Und es fährt hoch, man hört es nicht. Das ist das Schöne, wenn ich hinten schlafe. Ich kann mich dann hinlegen und jetzt geht gleich das Licht an, gell? Ja, das geht alles vollautomatisch. So, komm, wir gehen raus, dass die Leute rein können. Sehr, sehr gerne. So, ja, liebe Fernsehzuschauer, das ist ja der Kabe TM Royal 780 LXL 136.622 Euro. Zulässige Gesamtmasse 4,5 Tonnen zu fahren mit dem CCE, C1E oder CE Führerschein in Europa und mit dem alten Dreier. Das ist ja das, was viele Deutsche kennen und hat unglaublich viel Serienausstattung. Ich halte mal kurz drauf für alle Standbildfreunde auf YouTube, die das mal schauen wollen. Peter, wenn ich so ein Auto kaufen möchte, ich will es ja auch mal Probe fahren. Wie sieht es denn aus mit Vorführwagen? Habt ihr welche? Wir haben einige. Also bei unseren Händlern haben wir einige Reisemobile stehen, die man benutzen kann, ausprobieren kann. Ja? Und das Gesamtbild noch einmal komplett. Patricia, komm mal mit. Ich muss deine Meinung wissen. Das ist vorne Mercedes-Benz. Sieht cool aus. Ja, also ich bin sowieso ein absoluter Mercedes-Fan. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist halt einfach meine absolute Lieblingsmarke. Und das natürlich vereint dann noch zum Wohnen. Also besser kann es ja nicht sein. Die 2021er Generation von Kabe Wohnwagen. Ja, das ist ein wirklich imperiales Fahrzeug. Es heißt auch so Imperial 780 Frontküche. Ich zeige mal gerade hier vorne für alle Fans des Googlens Imperial 780 TDL FK King Size. Und King Size sind wahrscheinlich 2,50 Meter breit. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Und ich habe den Peter mal wieder hier. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi, grüße Sven. Hi. Wir schauen direkt mal in den Gaskasten rein. Genau. Denn, meine Kollege zeigt gerade die Gaskasten. Das ist immer beleuchtet. Du siehst hier auf der linken Seite den Gasanschluss zum Grillen, du hast den Leckindikator und du hast Platz für 2 Gasflaschen. Ja, das Ganze vielleicht nochmal, dass man versteht, was ist Kabe. Kabe, Fahrzeuge sind zertifiziert für ganz kalte und ganz heiße Temperaturen. Das heißt also, alle Fahrzeuge sind nicht nur winterfest, sondern arktisfest. Genau, also man hat immer Komfort das ganze Jahr mit extremen Temperaturen und damit haben wir gerechnet, wir haben das getestet und alle Fahrzeuge sind gut für Camping machen, zwischen minus 48 und plus 50 Grad. Die Unterschiede sind ziemlich krass, wenn man hier verdunkelt, geht raus und es ist heiß und man hat die Klimaanlage laufen und kommt zurück, da ist immer noch kühl, das heißt es heizt sich nicht so schnell auf wie viele andere. Ja. Ja, ihr arbeitet zusammen mit Alco, sehr stark, muss man sagen. Ja. ATC ist hier Pflicht, oder? Ist die serienmäßig natürlich, ja. Das ABS quasi der Wohnwagenindustrie. Und hier vorne sieht man auch alle Korpusteile, die ihr gemacht habt. Hier vorne, da habt ihr Werkzeuge entwickelt. Das ist nicht nur ein Aufkleber drauf, sondern das ist gemacht für die Ewigkeit. Das ist gemacht für immer. So, hier unten sieht man so ein kleines Detail, der Beschlag. Das ist sexy, oder? Das sieht doch hübsch aus, ne? So, man muss das einfach mal ein bisschen wirken lassen, denn die Menschen, die drin sind,
Die verbringen oft eine halbe Stunde in dem Wohnwagen. Zurzeit haben wir ja Corona-Zeit. Das bedeutet aber auch für euch, es darf immer nur ein Haushalt in pro Fahrzeug rein. Ja, das ist so. Das sind diese Zeiten. Aber wir kriegen das hin. Das ist ein ganz besonderes Fahrzeug. Ich habe dich gefragt, wer baut den längsten Wohnwagen der Welt? Und du hast gesagt, Kabe. Das ist Kabe. Wir haben Wohnwagen bis zum 11,53 Meter Gesamtlänge. 11,53 Meter Gesamtlänge. Das Fahrzeug hier ist ein bisschen kürzer. Es ist außen ungefähr 9 Meter? Ja, 9,5 Meter. 9,5 Meter. Direkt mal auffällig ist, das ist ja mal eine Scheibe, oder? Das ist mal eine tolle Scheibe, ja. Und nicht nur eine Scheibe, aber eine Scheibe von Dometic. Und du siehst auch, wenn ich das hochklappe, das ist stufenlos. Und es sind auch solche zwei Treppchen im Fenster, die dafür sorgen, dass das Fenster komplett abgedichtet ist, auch hier wegen dieser Gummi. Mhm. Und da ist alles gerechnet, um die kalte Brücke natürlich so klein wie möglich zu haben. Zeig mal so ein kleines Detail. Allein der Rahmen hier, das ist schon, hat nichts damit zu tun, was man so kennt von der Campingindustrie aus Deutschland. Wobei man sagen muss, diese Fahrzeuge sind ja gebaut, dass sie auch unter kältesten Bedingungen, man hat ja in Skandinavien schon mal minus 20, minus 30 Grad im Winter. Ist ganz üblich, ja. Das Blech ist 0,4 mm dick. Das klingt nicht so viel, oder? Das klingt nicht so viel, aber das ist das Dickste, was verfügbar ist. Und das ist sehr, sehr dick eigentlich in unserer Branche. Stark ist auch, ihr habt es von beiden Seiten? Wir haben das Alublech von beiden Seiten. Das hat einen Grund, das hat mehrere Gründe. Einer davon ist natürlich Feuchtigkeit. Wenn wir das Blech von beiden Seiten haben, hat Feuchtigkeit keine Chance. Aber das Fahrzeug ist auch sehr stabil wegen dieser Technik. So, ich zeige mal gerade das Gesamtauftreten. Ihr habt eine neue Heckpartie, die ich so oder so ähnlich schon mal gesehen habe in eurem Wohnmobilbereich. Ist das die gleiche? Das ist fast die, naja, es ist fast die gleiche. Von Optik her ist es fast die gleiche. Ist das stärkste Modell, was ihr habt, Imperial? Ja. Ist es top? Das ist der Top-Liga. Wie wenn du mal gerade so lieb ist, die Fahne mal ein bisschen rüberholst, dann kann ich es mal zeigen. Denn es ist so schön, dass wir es wirklich komplett mal zeigen müssen. Ihr habt nämlich diese Optik 3D geformt hier oben mit einem speziellen Werkzeug. Das ist sehr aufwendig. Auch hier hinten habe ich keine Kältebrücken, nichts. Nichts, weil dahinter, das hier ist nur Optik. Das ist eine GFK-Lösung. Dahinter gibt es ein Band von Alublech wieder, was ich schon gesagt habe. So, die Kederleiste, die ist so versteckt, dass man sie gar nicht sieht. Das ist ja, ist doch schön gemacht, ne? Ja, normalerweise in Silber, aber hier komplett reingelassen. Man kann sagen, ihr habt ein sehr schlichtes Design, das ist so. Ihr seid jetzt nicht sehr, sehr aufdringlich. Kabe ist ein Mythos, kann man das sagen? Jemand, der einmal Kabe gefahren hat, kauft immer wieder Kabe? Kauft, ja, unsere Kunden sind sehr treu. Und das ist auch, wo es am meisten endet. Ne? Also unsere Kunden haben ganz viel Erfahrung, um Camping zu machen. Und die sagen jetzt, okay, wir sind ein bisschen älter vielleicht. Und wir sagen, wir gehen nicht mehr 3 Wochen in Urlaub, wir gehen 3 Monaten. Und dann kaufen wir jetzt ein Kabe mit voller Ausstattung, mit allem Komfort. Und dann sind wir bei Imperial wirklich in der Liga, wo fast alles serienmäßig ist. Die Fahrzeuge gehören zu den teuersten Fahrzeugen der Welt, muss man sagen, im Campingbereich. Ja. Aber das hat einen Grund, denn man bekommt sogar für gebrauchte Kabe ein kleines Vermögen. Ja, das ist auch richtig. Ist wirklich so. Also ich habe mich mal bemüht, mal einen gebrauchten Kabe mal zu finden. Es gibt ganz wenige. Es gibt ganz wenig. Hier nochmal zum Zeigen, Citywasseranschluss, Außendusche, serienmäßig, 5 Inch Felgen. Fußbodenheizung hier? Fußbodenheizung natürlich. Klar. Alde 3020? Alde kompakt 3020 Fußbodenheizung, wassergeheizt, Konvektoren rundum, so wie wir das kennen bei Kabe. Genau, wir gehen gleich mal rein. Eine Besonderheit ist hier die Frontküche. Die ist so phänomenal, dass man gar nicht mehr aus diesem Fahrzeug aussteigen möchte. Jetzt mal eine Frage, das fahrende Volk. Was ja sehr, sehr stark bei Tabat unterwegs ist und bei, ich sag mal, bei Detlefs. Haben die das schon entdeckt, Kabe? Die haben auch Kabe entdeckt und man sieht das auch, dass mehrere Hersteller, die gehen so in der Liga von Kabe, die versuchen auch
schöne Lösungen zu finden, was bei Kabel schon lange da ist. So wie zum Beispiel diese Schiffach. Das ist eine ganz schöne Sache, weil dieser Platz wird normalerweise nicht benutzt. Und so kann man doch eine ganz schöne... Skia, das heißt, hier kann ich Sonnenschirme reinmachen im Sommer, ja. Aber hauptsächlich Skia. Das heißt, ihr seid ja Wintersportspezialisten. Wir sind in den Wintersport. Aber wie gesagt, das kann man doch auch schön für Golfclubs benutzen. Stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, ihr habt unglaublich viele Kunden aus den Niederlanden, so ist es. Ja. Das heißt, ihr habt auch Verkäufer, die Holländisch sprechen hier auf der Messe? Die Holländisch sprechen, die sind Holländer, genau. Denn in Niederlanden, da ist das Fahrzeug wirklich unglaublich. So, du sperrst mal ganz kurz, ich zeige mal ein kleines Detail, denn diese Fensterform, ich könnte ja einfach behaupten, ihr habt das Fenster einfach quer eingebaut. Ist das so? Das stimmt, ja. Aber das ist so geil. Ja, das ist schön, weil wir haben hier einen Grundriss mit einem Querbett, elektrisch. Ja. Und dann ist es noch schön, um hier dann die vier Fenster zu haben, um auch mehr Räumlichkeit zu erfahren. Weil ihr habt es einfach nur quer eingebaut, aber es ist so genial. Es sieht überhaupt nicht aus, als wäre es quer, oder? Nee. Genau, wenn du es mal gerade zumachst, dass man sieht von der Optik, das ist, es ist wie in einem Haus. Und ich zeig's mal gerade. Das ist außergewöhnlich, habe ich noch nie gesehen, die Optik. Richtig schön, ja. Zwei Achsen, das ist natürlich ihr Minimum, die man haben kann. Die Fahrsicherheit und das Fahren von dem Fahrzeug, wie ist das Fahrwerk? Seid ihr zufrieden mit Alko? Ja, auch da haben wir ein höheres Komfort, weil unsere Kunden fahren durch ganz Europa. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, um Fahrzeuge zu bauen auf ein super Fahrgestell. Und das ist Alko. Dieser Wohnwagen hat ein Gesamtgewicht von 2,6 Tonnen, 2650 Kilo. Und dann hast du auch noch genug Zuladungsmöglichkeiten. Ja, 84.683 Euro, das ist für einen Wohnwagen der Qualitätsstufe schon eine Nummer. Haute Gamme, würde ich sagen, ja. wie der Franzose sagt. Ja. Und hier sieht man auch die Aufbautür, das ist eine Eigenkonstruktion? Das ist eine Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Aber du siehst hier natürlich auch ganz schön der Fenster in der Eingangstür. Und wahrscheinlich auch hier die Kältebrücke null. Kältebrücke, naja, fast null. Fast null. Ja. Du bist wenigstens ehrlich. Ja, immer ehrlich. Ich würde mal das auch mal zeigen. Das ist auch serienmäßig bei Kabe. Wir haben hier eine ganz schöne und praktische Elektrobox mit Beleuchtung. Eine Steckdose 230 Volt, wir haben 12 Volt, wir haben sogar auch in dieser Ausstattung beim Imperial auch die Anschlüsse für Lautsprecher außen. Also du kannst auch ganz schön Musik in dein Vorzelt haben. Ja, schön, ihr habt eine Außensteckdose direkt integriert in der Box. Ja, jetzt auch wegen der Kaltbrücke wieder. Ne? Jetzt die Beleuchtung ist natürlich, das ist nur eine Kleinigkeit, aber das habe ich noch nie gesehen in der Box. Kann man an- und ausmachen? An- und ausmachen. Toll. Und hier, guck mal, wie aufwendig schön das gemacht ist, die Kältebrücke hier. So, ihr macht Tests mit den Fahrzeugen, das hast du mir erzählt. Das heißt, ihr stellt diese Fahrzeuge in eine Kältekammer, kühlt die runter auf minus 20 Grad und macht dann die Heizung an, oder? Ja, wir machen so, wir haben auch eine Regenkammer, einen ganz großen, wo das Fahrzeug, Reisemobil oder Wohnwagen wird ganz stark beregnet. Das sind 3000 Liter Wasser, was umgepumpt wird. Und dann ist das ist nicht für 5 Minuten, das ist für einen Tag und eine Nacht. Und dann ist unsere Kältekammer vorbereitet auf minus 37 Grad oder noch niedriger. Und dann geht das Fahrzeug komplett nass, geht dann in dieses ganz große Gefrierfach. Und dann wird das getestet und geprüft. Ja, was ganz viele machen, die nehmen sogar richtiges Regenwasser, weil das viel weicher ist. Und das kommt in alle Ritzen rein. Ja. Ich kenne das von Ford, die haben so eine Regenwasserprüfanlage und die arbeiten wirklich mit echtem Regenwasser. Ja, das ist bei uns genauso. Ja. Wir sind auch in Schweden, also wir denken an die Umwelt. Und das ist auch ein Grund, dass wir nur Regenwasser benutzen. Das ist nämlich so weich, die haben mir erzählt, das normale Wasser, das kommt da nicht durch, aber das Regenwasser, ja, das kommt überall rein. Ja. Ja, ja. Guck mal, das Fenster hier, wie schön das ist. Ja. Das ist ja krass, die Optik ist eine ganz andere, ja, oder? Ja, das ist eine ganz andere. Vielleicht für uns als Hersteller eine Kleinigkeit, aber du siehst, was es so bringt. Ne? Das sieht aus wie ein Haus. Ja. Von außen sah es nicht so aus, aber hier drin, ihr habt dann, guck mal hier, Patricia, es sieht aus wie ein Haus. Es ist so schön, also ich habe
es dir ja vorhin schon gesagt, man kann hier liegen und quasi an einem See oder Meer stehen und hat quasi die Aussicht aufs Meer oder aufs Wasser halt. Und das ja, ist aber nicht von einem Campingfenster, weißt du? Es ist anders. Es ist einfach anders. Cool, hier oben, gut, die indirekte Beleuchtung. Wir sind in einem Wohnwagen, der ist getestet bis auch hier minus 48? Minus 48 Grad, ja, genau. Minus 48 und plus 50. Ja. Das habe ich ja gelernt von den Wohnmobilen. So, bevor wir die Küche zeigen, das ist natürlich, ich habe sie extra noch nicht gezeigt, um den Spannungsbogen nicht kaputt zu machen. Das Bett zeige ich gleich mal komplett, dann wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Denn das ist auch so eine Sache, die Oberschränke, die haben die Gasdämpfe, sehr stark, Qualität. Aber du siehst hier auch, das ist alles durchdacht, weil die Kunden haben nicht die Möglichkeit, um die Sachen reinzulegen bis zum Wand. Es gibt hier immer so einen Abstand, eine Spalte, sodass die Luft auch zirkulieren kann. Weil das ist natürlich eine Heizung, die optimal ist, aber das geht immer zusammen mit Ventilierung. Genau, ihr macht auch Tests, das heißt, ihr macht so Rauchtests, dass ihr sehen könnt, wie die Ventilation ist, natürlich mit Rauch, der nicht riecht. Ja. Und hier vorne habt ihr, das ist ein besonderes Detail, habe ich von außen gefilmt, ein eigenes Werkzeug habt ihr dafür entwickelt, für die Lüftung? Genau, serienmäßig bei allen Wohnwagen, weil es ist so schön, wenn du die Heizung anhast und draußen ist es zum Beispiel minus 20 Grad, dass du doch noch nachts hier dir ein bisschen frische Luft hast. Ne? Ohne dass einer einsteigen kann, denn das Gitter ist natürlich, was mir immer gut gefällt bei euch ist, ihr habt normale Lichtschalter, das erinnert auch so ein bisschen an zu Hause. Das heißt, ich habe keine Camping-Lichtschalter. Ich habe jetzt nichts gegen Campingschalter, aber so der Eindruck mit den Fenstern, das ist ja schon frech hier. Also das wirklich, die Fenster, ich kriege mich ja gar nicht ein. Und es ist so einfach. Es sind einfache Sachen, aber einfache Sachen sind auch sehr schön. So, ziemlich cool ist, ich zeige es mal gerade ganz kurz, ist das Heckbad. Denn das Heckbad spart unglaublich viel Platz im Innenraum. Ich muss es nicht seitlich anbringen, sondern ich habe eine unglaublich Tiefe im Wohnwagen, dadurch, dass ich ganz hinten bin. Kannst du komplett zumachen? Komplett zumachen. Du hast deine Privacy. Schön. Echt schön? Ja, ich habe hier richtig viel Platz. Wir könnten eigentlich sogar zusammen hier drin stehen. Nee, darf ich nicht. Ach so, du meinst... Also so vom, einfach nur, dass man sich es vorstellen kann. Und man hat hier super Ablagemöglichkeit, man kann hier die Handtücher aufhängen, eine riesen Dusche. Also wirklich, das ist Luxus, das ist echt cool. Patricia, geh mal kurz rein. Du bist Radiomoderatorin, muss man dazu sagen, und studierst Journalismus. Bist 23 Jahre alt, richtig? Genau. 1,67 Meter groß? Genau. Und ich hatte mit Camping eigentlich noch nie was zu tun. Das ist jetzt Tag 7 der Messe. Und ich habe schon einiges gelernt. Allerdings muss mir jetzt mal der nette Herr verraten, wie diese Dusche aufgeht. Der Peter. Ja, auf der Seite. Einfach ziehen. Einfach ziehen. Nee? Ja, das soll gehen. Also das kommt, ja, ziehen. Warte mal. Okay, ich dachte, das wäre zum Schieben. Okay, verstehe. So, wir haben nämlich die Patricia nicht nur wegen ihren hohen Intelligenzgrad eingestellt, sondern auch wegen ihrer Körpergröße, damit alle sehen können, wie groß es ist. Richtig groß. Richtig groß, gell? So, das ist... So, ich zeig's mal gerade ganz kurz. Hier vorne habe ich so eine Feinsteinzeug-Optik noch mit drin. Und hier hinten habe ich dann nochmal so ein ganz kleines, Rost mit drin, dass ich da auch richtig draufsteigen kann. Und die Ablagefächer, aber das sieht cool aus da hinten, oder? Das ist echt richtig cool. Genau, hier ist eine Glastür mit drin. Dann habe ich natürlich in so einem Heckbad habe ich richtig viel Platz. Warte mal ganz kurz, ich gehe mal gerade rein. Der Handtuchhalter darf nicht fehlen. Das ist schon toll gemacht. Genau, elektrisch Handtuchtrockner, serienmäßig. Elektrisch? Elektrisch, ja. Du hast hier einen Schalter da unten. Kannst du einschalten, da wird es rot. Hier auch rot. Ja. Und dann wird es elektrisch geheizt. Auch hier die Oberflächen, das ist alles nicht so, ist es nicht so verspielt. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich die Modellwechsel bei euch, die sind sehr behutsam, oder? Von Jahr zu Jahr. Ja, du kannst vielleicht sagen, dass wir ein bisschen konservativ sind. Wir wollen auch nicht, dass wir jedes Jahr unsere Fahrzeuge ändern, weil auch für die Kunden, die so ein tolles Fahrzeug gekauft haben, da wollen wir doch auch nicht, dass sie eigentlich ein altes Modell haben. Und was gut ist, muss auch so bleiben.
So, da ist eine Glastür dazwischen. Das ist cool, die kann man gar nicht sehen. Das ist krass, ihr habt eine einzige Scheibe reingemacht. Das ist sehr edel, oder? Ja. So, und da gibt es einen Trick, nämlich dass das Scharnier, das Gelenk ist nämlich nicht ganz an der Seite angeschlagen, sondern ungefähr bei 10-15% und deswegen öffnet es so genial. So genial. Hast du kein Problem mit den Schränken und du hast immer noch genug Platz, um einzusteigen. Ja, man hat echt viel Platz. Da oben drüber, das habe ich schon gelernt, das ist kein Lautsprecher, sondern tatsächlich die Abluft. Genau. So, und jetzt zeige ich euch mal, das war nämlich der Grund, das ist das französische Bett. Ist das ein französisches Bett? Das ist, wir sagen Querbett. Queensbett. Quer hingestellt. Warte. Das funktioniert dann auch elektrisch. Ja. Also jetzt hast du dann die Möglichkeit, ins Bad zu gehen, aber nachts legst du das ganz schön gerade und dann hast du ein Bett von 2 Meter Länge. Ist das auch so, dass wenn es hochgestellt ist, kann ich ja besser lesen und Fernsehen schauen? Natürlich, ja. Okay, das heißt, ich kann es hochgestellt benutzen? Ja, sicher. Das geht sehr hoch? Ich frag mal. Wir gucken mal, wie weit es geht. Aber es reicht so, dass wir auch hier vorbeigehen können und dass es auch noch immer bequem ist ins Bett. Guck mal, wie schön das ist. So, das Schöne ist, wir haben kein Slide-Out. Das heißt, diese Breite erreiche ich durch wahrscheinlich perfekte Ausnutzung der Innenmaße. So, das ist so. Warte, ich gehe mal gerade ganz nach hinten, denn der Wohnwagen ist richtig krass lang. Und hier haben wir ein tolles Bett. Queens Bett. Und hier kann man auch noch zumachen. Kann man zumachen? Das heißt, wenn ich jetzt Gäste empfange, wenn es draußen nicht so schön ist und ich nicht will, dass die jetzt irgendwie auf mein Bett sehen, dann kann ich hier einfach zuziehen. Genau. Dann ist aufgeräumt, richtig? Ja. Und dann habe ich ja, ich habe eine richtige Stube hier. Das heißt, ich habe 3 Räume. Ich habe einmal mein Bad getrennt, ja. Den Wohnbereich getrennt, habe hier Gäste, die ich einladen kann. Sicher. Guck mal, wie viel Platz du hast. Du hast da in der Mitte noch den Trockenschrank. Ist das vielleicht noch etwas? Das ist der Trockenschrank, ja, zeig mal. Das ist ein Detail, das kenne ich aus den Wohnmobilen schon, hast du mir gezeigt. Ein, glaube ich, einzigartiges Detail, oder? Ja, und sehr wichtig auch, weil das auch mit diesen niedrigen Temperaturen benutzt werden kann. Und dann hast du natürlich mit Schnee oder Regen, hast du nasse Kleidung, welche man das hier trocknen kann. Schönes Detail ist, ihr habt in die Stange eine LED-Leiste eingelassen. Ja. Das ist natürlich genau der richtige Ort, oder? Genau. Das sind so diese Sachen. Da ist uns das Ausgleichsgefäß, alte Fußbodenheizung. Ihr schwört auf Fußbodenheizung. Gibt nichts Besseres. Gibt es nichts Besseres. Das ist wassergeheizt mit diesen Konvektoren rundum. Und so haben wir eine optimale Heizung. Eigentlich noch besser wie zu Hause. Das ist Wahnsinn. Also das ist die Trockenkammer quasi. Ja, das ist eine Trockenkammer. So. Und da unten findest du auch die Heizung. Ein Prototyp? Ja, also die Verkabelung, ganz ehrlich, das könnte man besser gemacht haben. Ich zeig mal, es ist ein Prototyp jetzt wirklich. Also es ist so. Ah so, ja, oh ja, okay. Alles klar. Nee, es ist ein Prototyp, den wir hier haben. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich diesen Wagen für die Messe fertig gemacht. Ja, genau, ja. Okay, verstanden. Also dass man das auch erklärt. Not for commercial use, ja. Sehr schön. Das hast du gesehen, ich noch gar nicht. So, ihr seid ja auch Alde-Partner. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, dass das Alde unglaublich glücklich ist, dass sie euch haben mit minus 48 Grad. Das geht natürlich an die Grenzen. So eine 30-20, die kommt hier schon an die Grenzen bei der Länge, oder? Ja, aber auch noch längere Fahrzeuge, das kriegen wir zusammen mit Alde hin, mit der 3020. Und wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der Alde schon 10. Jahren. Und wir haben für dieses Jahr auch eine Neuheit, wobei wir serienmäßig in der Imperial die Möglichkeit haben, um die Heizung zu trennen. Also du kannst sagen, ich will jetzt die Heizung haben im Schlafbereich oder im Wohnbereich. Okay, wie das ist bei den ganz großen Linern, da ist das glaube ich auch getrennt. Da gibt es einen extra Thermostat, den man machen kann. Ihr habt auch noch eine Besonderheit, es gibt eine neue Klimaanlage von Dometic, die sehr leise ist. Die ist viel leiser, wie die vorhergehen. Wir arbeiten sowieso ganz viel zusammen mit Dometic. Ganz viele Teile von einem Kabel sind von Dometic. Und das wird auch alles dann gesteuert über das Bedienpanel, was ich dir dann noch später zeigen werde. Ja, so schön eingelassen hier ist das drahtlose Laden, was jetzt so langsam die Leute erreicht. Hier könnte ein Fernseher montiert werden, die werden aber bis zum Finale nicht montiert. Schön ist auch das Audiosystem, was ihr eingebaut habt. Das ist goldig, oder? Das ist goldig und wir haben
serienmäßig eigentlich ein Home-Cinema-Set mit Lautsprecher im Schlafbereich, hier vorne im Wohnbereich mit Subwoofer, also von aller Komfort serienmäßig. Toll, ja. Ja, die Klimaanlage hat es mir angetan. Sie ist viel leiser geworden, das habe ich gehört. Ja, denn mit Beleuchtung. Weißt du, was mir es angetan hat? Was denn? Die Küche. Ja, ich will sie doch noch nicht zeigen, weil stark sind die Lautsprecher. Ihr habt es geschafft, die Lautsprecher so zu versteckeln, dass man sie gar nicht mehr sieht. Die sind perfekt integriert. Ja, die sind integriert. Und wo? Und wo sind sie? Hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Da sind sie nämlich drin. Genau. Und das Soundsystem ist wirklich klasse, oder? Das ist klasse, ja. Und sie sind ganz dezent, man sieht sie gar nicht. Ja, du sprichst immer, Kabel ist konservativ, aber das hier ist doch nicht konservativ. Nee, das ist auch nicht konservativ, aber ich meine damit, dass wir nicht für nächstes Jahr wieder ein ganz neuer Imperial 87 haben mit ganz neuen Farben, weil wir bleiben bei unserer Qualität und auch in das Interieur soll das eine Harmonie sein. Ja, die Leute, die reinschauen, die sind ganz begeistert. Hier vorne, ihr habt indirektes Licht, hier ist wieder der große Dometic, wo ihr die Wand vorne, die könnt ihr selber designen. Da habt ihr was reingemacht, was ganz edel ist und was toll schimmert, wenn man so hin und her fährt, oder? Lässt sich sehr leicht reinigen? Ja, auch das. Ja. Und keine Fingerabdrücke, weil es ein bisschen matt ist oder wenig. Ja, und du kennst das wahrscheinlich auch bei Kabel, haben wir die Möglichkeit, den Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Jetzt im Sitzbereich oder von der Küche. Das ist doch genial. Um das Gefrierfach von beiden Seiten. Das ist natürlich, wenn ich jetzt hier sitze, wenn ich mal kurz hinsetze, Patricia, hier unten auf die Ecke. Ja, mach mal. Und dann könntest du nämlich theoretisch einfach mal an den Kühlschrank ran und dann den kleinen Prosecco rausnehmen. Genau, so ist es. Oder den Orangensaft. Und weißt du, was dann auch noch so schön ist? Wenn du in die Mitte gehst, Patricia, dann hast du da unten, führst du vorne einen Hebel, das kannst du so ganz schön nach vorne schieben. Dann hast du eine Slide-Out. Ja. Guck mal, dann kannst du nach vorne schieben und dann sitzt du dich ein bisschen mehr nach unten. Genau so, siehst du? Ah, ich habe eine Beinverlängerung. Ja, eine Beinverlängerung, aber auch du merkst auch in den Rücken, genau, wenn du so sitzt, dann hast du doch ein noch ein bequemeres Gefühl. Ne? So, und da ist sie, Peter. Das ist die Küche. Das ist die Küche. Warte mal, ich zeig's dir mal komplett. Also was besonders auffällt, ist, dass es überhaupt nicht aussieht wie ein Wohnwagen. Ich habe Stehhöhe, ich habe zwei riesige Fenster. Es könnte auch ein Loft sein, eine Eigentumswohnung mit Seeblick. Ja. Und ich glaube, das ist doch... Ist doch das, oder? Was alle Frauen haben möchten und Männer. Also ich koche eigentlich so gut wie nie, aber da würde ich kochen, ja. Genau, wir gehen mal kurz vorne hin. Tedford hat es euch angetan, hier bei den Appliances. Denn ihr seid sehr, sehr zufrieden mit Tedford. Wir sind sehr zufrieden, weil anders hätten wir das natürlich nicht eingebaut in unsere Fahrzeuge. Und du siehst, wie schön, zweimal Induktionsfeld, zweimal auf Gas ein Kochfeld und dann da unten ein Gasherd mit Backofen und Grill. Und solange du 230 Volt hast, wird dieser Ofen auch belüftet und dann hast du einen Lüftungsgrillofen. Mhm. Ja, toll ist auch, ich habe einmal Induktion, habe ich nicht mehr so viel Energie, dann kann ich auf Gas ausweichen. Ja. Und Autarkie, ist hier die Möglichkeit, Batterien einzubauen? Einzubauen, aber sind schon serienmäßig. Sind schon serienmäßig. Natürlich. Autarkie. Ist das Lithium schon für euch ein Thema? Im Moment, das Einzige, was uns noch davon hält, ist Preis. Und wir brauchen es im Moment noch nicht. Wir arbeiten mit AGM-Batterien und das reicht für das, was wir brauchen. Gut, ihr habt ja Zuladung hier. Das heißt, also der hat eine ordentliche Zuladung. Genau. Braucht ja auch, und AGM-Batterien sind im Moment, wenn man aufs Gewicht nicht gucken muss, auch eine tolle Alternative, sind sehr günstig. Ich kriege sie überall. Ja, aber wenn du in einem Wohnwagen 700 Kilo Zuladung hast, dann ist das nicht ein großes Thema. Bitte nochmal wiederholen. 700 Kilo Zuladung, ja. Bitte nochmal aufmachen, Patricia, die Ecke. Das da? Ja. Guck mal da. Das kannst du ausdrehen. Okay. Aber ich kann. Guck mal so. Ah! Warte mal, kurz, dass ich sehe. Das ist ja wie zu Hause, oder? Wow. Das heißt, jede Ecke genutzt. Ja. Und cool, da unten sind die Wärme, die Heizleitungen drin. Ja, alles ist geheizt.
Alles ist geheizt. Jede Ecke, oder? Jede Ecke, rundum. Ihr habt die Heizschlangen überall verlegt zunächst, überall oder? Verlegt. Und du siehst vielleicht auch, wenn ich das noch einmal öffne, dann siehst du auch, vielleicht da oben siehst du diese Kabel und auch Wasserleitungen. Mhm. Und die sind direkt oben, diese Heizung. Also es kann auch nicht gefrieren. Ah, ich sehe, da vorne ist der City-Wasseranschluss, der ist auch beheizt dann quasi. Ist dann auch beheizt und was wir auch haben, sind natürlich diese Frischwassertanks und Grauwassertanks, die serienmäßig sind und die sind innen verbaut. Wo? Wo sind sie? Wir haben, das ist abhängig von der Grundriss, aber wir haben hier den Frischwassertank. Aber wenn ich das richtig habe, haben wir unter das Bett hier den Grauwassertank. Den Grauwassertank. So, ich guck mal gerade. Und das siehst du da. Das ist der Grauwassertank. Das ist der Grauwassertank. Und auch hier ist überall die Heizung verlegt. Und hier habe ich noch Stauraum, den ich dann 700 Kilogramm Zuladung. Und du siehst hier auch gerade diese Doppelboden, die dafür sind, dass die warme Luft auch zirkulieren kann. Ich zeig das mal gerade. Ja? Da oben. Du siehst hier, dass es ein Doppelboden ist. Ah ja. Das heißt, unten drunter ist die Fußbodenheizung, richtig? Ja, das ist natürlich im Boden. Aber weil wir die Zirkulation haben von der Heizung, brauchen wir auch Spalte überall, bei allen Schränken, aber auch in, unter das Bett. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal hochhältst, wie das unten drunter ist, unter dem Bett, das Lattenrost, dass man das mal sieht. Ja, du meinst das hier? Ja, genau, wie schön das gemacht ist. Aluminium und Lattenrost. Lattenrost und die Matratzen haben immer einen Topper bei euch? Ja, immer einen Topper für extra Komfort. Mhm. Du siehst hier vielleicht hinter dir auch serienmäßig ein Staubsaugsystem. Kennst du das? Nee. Das haben wir bei Kabe auch immer. Und dann ist es ganz einfach, um dein Fahrzeug zu saugen. Der Vorteil ist, ich habe keinen Dyson rumstehen, der sehr sperrig ist. Ja, das stimmt. Einfach einen Schlauch gibt es dann natürlich dazu und dann funktioniert das. Und das ist genau in der Mitte vom Wohnwagen, sodass ich überall rankomme, richtig? Genau. Genau. Patricia, geh mal kurz da vorne hin. Mach mal die Pose-Präsentation. Das könnte ihre Küche sein. Die ist schön, oder? Sehr schön. Man muss sie echt mal wirken lassen. Da unten ist jetzt eine Mikrowelle drin? Unten eingebaut? Ja, unten gibt es diese Mikrowelle. Ich glaube, das ist auch klasse, wenn ich Kinder habe und will mal schnell was warm machen. Ja. Dann siehst du auch, das ist so eine schwedische Sache. Das bauen wir nicht ein in einen Oberschrank oder so, weil das ist auch schwedisches Gesetz. Die hat auch gesagt, oben geht nicht, ist nicht erlaubt, weil wenn man dann Suppe hat, dann kann es natürlich von oben nach unten rausfallen. Das ist gefährlich. Also bei uns immer Mikrowelle da unten. Cool, ein schwedisches Gesetz. Aber es macht Sinn. Das heißt, in Schweden ist ja alles ein bisschen anders, richtig? In Schweden ist es ein bisschen anders, genau. In Holland auch. Und Deutschland auch. Europa und das Thema England. Ich glaube, ihr seid sehr beliebt auch in England mit Kabel. Wir geben Gas in England. Also das ist für uns ein ziemlich neuer Markt. Das sind natürlich auch andere Kunden wieder, was du gerade gesagt hast. Auch eine andere Mentalität. Man braucht auch andere Grundrisse. Also das wird noch eine Sache und das wird noch ein bisschen dauern. Genau. Ja, ihr habt ein neues Bedienpanel, was ich aus den Wohnmobilen kenne, habt ihr hier jetzt auch verbaut. Ja. Das heißt? Ich werde hier mal zeigen, du hast hier einen Hauptschalter, wo alles ausgeschaltet wird. Und dann ganz interessant, dann bleibt diese Zeltleuchte mit Bewegungssensor bleibt dann eingeschaltet. Ich kann es auch ausschalten. Mhm. Jetzt habe ich es ausgeschaltet. Man kann auch diese Sensor, Bewegungssensormelder, kann man separat einschalten. Und jetzt ist es auch so gemacht, dass wenn jemand vorbeiläuft draußen, dann geht diese Deckenlampe oben das Bett an. Also wenn du schläfst, und dann geht die Deckenlampe an und dann weißt du, oh, jetzt habe ich etwas draußen stehen. Besuch. So, stark. Jetzt werde ich es wieder anmachen und dann siehst du, dass auch die Deckenlampen dimmbar sind. Indirekte Beleuchtung dimmbar und die Beleuchtung auch im Küchenbereich. Ja, das Ganze ist sehr leicht zu bedienen. Ihr habt das selbst entwickelt zusammen mit Dometic, richtig? Ja, das stimmt. Ja. Ja, rundum ein sehr gelungener Wohnwagen mit einem riesen Ausguck mit drei getrennten Bereichen. Der läuft gut, der Wohnwagen? Der läuft sehr gut. Wir haben das Modell mit dieser Frontküche seit 2 Jahren und wir haben schon unglaublich viele verkauft. Das ist wirklich so, ne? Ja, das ist wirklich so, ja. Ach hier, das Mülltrennsystem.
Das ist wirklich so. Diese Frontküche kommt sehr gut an. Und wir haben bei Kabe 212 Grundrissen. Das sind ganz, ganz viele, aber das ist wegen unserem Flexline-System, wobei wir arbeiten mit verschiedenen Modulen. Aber dann sehen wir von diesen 212, sind diese Frontküchenmodelle sind ganz, ganz beliebt. Die werden am meisten verkauft. Thema Mova, gibt es ab Werk? Oder ja, natürlich, ja. Ist es serienmäßig wahrscheinlich? Nee, nicht serienmäßig, aber wir haben ab Werk den Truma XT Mova. Ist das Thema hydraulische Hubstützen ein Thema bei euch? Natürlich, ja. Also, weil ich glaube, bei der Länge, bei dem... Bei der Länge und auch der, die ein Kabel kauft, die sagt, ich muss unbedingt ein Mover haben und auch zum Beispiel ein EEP-System, was viel eingebaut wird. EEP, ich glaube auf 6 Punkten, richtig? Ja, das stimmt, genau. Ja. Ist in der Mitte. Ja, ich habe es gefilmt vor kurzem. Und es ist von Geisterhand, stellt er sich gerade. Man muss nichts mehr machen. Mit dem Mover fährt man das Ding hin. Und man ist auch mit dem hier der Star auf dem Campingplatz, oder? Mit der Frontküche? Ja. Das ist so. Die Leute kommen gerne vorbei. Es ist ein sehr, ich sag mal so, jetzt nicht so luxuriös, sondern es ist einfach etwas, was man nicht hat. Direkt am Eingang, wie cool, habe ich nochmal einen Schrank, wo ich meine Kleidung aufhängen kann. Die Jacken aufhängen kann. Und hier vorne so ein kleines Detail. Hier kann ich die Gewürze reinstellen. Hier habe ich meinen Router, LTE-Router mit drin. Hier vorne habe ich. Wie cool. Auch die Verarbeitung, ihr könnt alles öffnen. Das ist noch ein Prototyp im Moment, aber auch hier für die Messe alles perfekt, oder? Alles perfekt, so soll es sein. So, die Flächen hier hinten ganz Hochglanz, leicht zu reinigen, alles sehr glatt. Ich glaube, das kommt den Leuten sehr entgegen. Und natürlich eine Augenweide, diese Kombination. Ich glaube, da gucken die Leute wirklich, oder? Das ist wie zu Hause. Die wollen natürlich das angreifen und sehen, wie es aussieht und wie es fühlt. Und darum sind wir hier auf der Messe. Schön. Peter, was ist deine Aufgabe bei Kabe? Ich bin zuständig für Deutschland, Österreich, Schweiz und der Benelux. Und wie gesagt, wir sind auch unterwegs in England. Also ich habe noch so einiges zu tun, aber es macht richtig Spaß. Das ist auch der Grund, dass ich bei Kabe bin. Und guck mal, was für eine schöne Produkte wir haben. Und du bist schon wie lange bei Kabe jetzt? Ich war erst Kunde bei Kabe seit 2003. Kunde, weil wir waren Generalimporteur von unter anderem Kabe. Und seit 2013 arbeite ich für die Firma Kabe. Also ich kenne Kabe für 17 Jahre jetzt. Und wie ist da so die Firmenkultur in Schweden? Ich sage immer so, wir Holländer und auch die Deutschen, wir machen so ein bisschen Stress, auch wegen Urlaub. Also das muss auch sein, wir verkaufen teure Produkte, also wir müssen viel, viel machen. Und in Schweden kennt man keinen Stress. Das ist wie der Klima, das ist immer ein bisschen mehr entspannter. Und das ist auch meine Aufgabe, um auch Schweden zu erklären, dass es hier vielleicht ein bisschen anders läuft wie dort. Aber vielleicht machen wir auch etwas falsch, weil wenn du so leben kannst ohne Stress, dann machen wir es vielleicht mal falsch. Finnland, ist das ein starker Markt für euch? Sehr stark auch, ja, natürlich. Wir sind sehr stark in Norwegen, Schweden und Finnland. Russland? Noch nicht, vielleicht kommt es noch. Lapinkulta, sagt man in Finnland, glaube ich. Ja? Die haben noch weniger Stress. Okay, ja. Die machen sich, glaube ich, überhaupt keinen Stress. Ja, okay. Das ist in Lappland, war ich mal. Und da könnte man bei minus 48 Grad ja jetzt hier verweilen. Ja, und damit gehen wir mal raus, machen die Abmoderation. Viele Leute warten auch schon wieder. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Modell. Das Coole war, wir konnten jetzt mal abschließen. Mussten abschließen wegen natürlich der Vereinzelung bei Corona. Hier ist ja der Kabe Imperial 780 TDL FKKS. Und ja, Ausstattung ohne Ende. Zum Preis, wie er hier steht, 84.683 Euro. Und man muss es komplett sehen, 9,40 Meter lang. Die Gesamthöhe sind 2,78 Meter, die Breite 2,50 Meter und alles über alles, die Karosserielänge sind 8,15 Meter. Und ich zeige noch einmal komplett, wenn du mal kurz mitkommst, bitte. Ja, wenn man ihn von außen gesehen hat, man muss ihn auch von innen sehen. Und ja, das Beste ist, man kommt mal auf eine Messe, wo Kabe auch da ist. Für euch ist die Expo hier ganz wichtig, die Ausstellung der Kabe-Salon? Ganz wichtig. Natürlich haben wir auch in diesen Zeiten darüber gedacht, was machen wir. Aber wir haben gesagt, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Oder wir weinen oder wir sagen, nein, wir sind positiv, wir geben Gas. Und das hat sich gelohnt. Das war eine ganz gute Entscheidung, dass wir hier auf der Caravan-Salon in Düsseldorf sind. Mercedes-Benz und Kabe im Jahr 2020.
auf dem Caravan-Salon die 2021er Modelle von Kabe. Diesmal ein Kastenwagen, nenne ich es jetzt mal so. Das ist so, wie die Leute sagen. Es gibt andere Hersteller, die haben dem mittlerweile schon einen neuen Namen gegeben, ob sich das durchsetzen wird. Also die meisten würden sagen, das ist ein Kastenwagen, aber das ist mehr als ein Kastenwagen. Das ist ein Hammer, das Teil. Es ist wunderschön. Wunderschön. Und hier ist der Peter. Grüß dich, Peter. Hi, grüß dich, Sven. Ja, du bist aus den Niederlanden und du arbeitest für Kabe und du hast zu mir gesagt, wir beide müssen Kabe bekannter machen, richtig? Das ist ganz richtig, ja. Wir sind noch in Deutschland zu unbekannt. Ja, wir sind auf dem Caravan-Salon unter besonderen Bedingungen. Wir dürfen drehen ohne Maske, wir müssen Abstand halten, so ist das. Aber nur für die Dreharbeiten, ansonsten ist hier Maskenpflicht. Das ist ganz wichtig. Und ihr seid sehr zufrieden mit Mercedes-Benz, oder? Sehr zufrieden, die Zusammenarbeit läuft sehr gut. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dann schauen wir das mal von der Seite. Ihr habt interessante Fenster eingebaut, ja. Hochkantfenster, die kenne ich nur von den USA. Ja, das sind auch ganz gute Fenster, weil die dichten auch sehr gut ab. Und das Fahrzeug ist gebaut für das ganze Jahr. Und die Fenster, das ist natürlich eine kalte Brücke und damit müssen wir rechnen. Also höchste Qualität von Dometic. Ja, Dometic baut mittlerweile Fenster, die nicht mehr außen fürchterlich aussehen, sondern die rahmenbündig oder fast rahmenbündig abgeschlossen werden können. Glasfenster sind, glaube ich, nicht mehr zulässig, oder? Nein, sind nicht zulässig, auch zu schwer. Das ist so, weil viele wünschen sich ja Glasfenster. Das geht nur noch in bestimmten Bereichen. Man kann sie austauschen, aber ich glaube, wenn du so ein Fahrzeug zulässt, das geht gar nicht mehr. Das geht gar nicht. Wir haben eine Type-Genehmigung und mit diesem Fenster funktioniert das sehr, sehr gut. Das Fahrzeug ist gebaut wegen dieser Fenster auch. Und mit Glas geht es leider nicht. Das wird zu schwer und wir haben die technischen Möglichkeiten nicht. Sehr schön. Ja, wir schauen gleich mal rein. Die Länge von dem Fahrzeug? Von dem hier ungefähr? 7 Meter. 7 Meter. Das ist schon 1 Meter länger, als die meisten wollen, ja. Aber das kommt dem Platz gleich zugute. Kabe, du siehst auch, ja. Dass es ultra hoch ist. Also wir haben das Fahrzeug von Mercedes, den Sprinter, extra hoch, weil auch hier haben wir zu tun mit einem Fahrzeug von Kabe. Das heißt, die beste Heizung, die beste Isolierung, die beste Ventilation. Und weil wir die Heizung haben mit Fußbodenheizung, serienmäßig. Ja, Fußbodenheizung, Kastenwagen. Ja, Kastenwagen. Und wir haben, ganz ehrlich, haben wir lange gesagt, wir bauen keine Kastenwagen bei Kabe, weil wir im Moment nicht die Möglichkeit haben wegen dieser Isolierung. Und wir brauchen die Isolierung. Bei Kabe ist es immer Heizung, Ventilierung und Isolation. Und wir haben es geschafft. Wir haben mit dieser Mercedes-Benz, welche dann extra hoch ist, haben wir diese Doppelboden mit Fußbodenheizung von Alde. Und dann haben wir die beste Heizung, die möglich ist. Stark. Ein Kastenwagen mit Fußball. Also viele machen das elektrisch. Also ja. Das ist nicht vergleichbar. Das ist nicht vergleichbar. Hier merkst du auch, wenn du hier ein Camping machst, das ist wirklich Komfort. Warme Füße, kühles Kopf und so soll es sein. Ja, was total toll ist, man kann von hinten nach vorne komplett durchschauen. Das heißt, ihr habt, wenn ich das Fahrzeug mal im Alltag nutze, ich kann auch was laden, aber ich kann mich auch wirklich schön bewegen in dem Auto. So ist es, ja. So, ihr habt natürlich hier auch einige Konkurrenten. Ich sag nur California, XXL und Co. Kabe ist anders. Also andere das ist Liga. Andere Liga. Also auch California ist ein sehr schönes Auto, ist auch gut. Aber hier haben wir zu tun mit einem Van, Kabe-Van, welcher gebaut ist auch mit extremen Temperaturen. Also alle Fahrzeuge bei Kabe sind gebaut für minus 48 bis zum plus 50 Grad. Nochmal minus 48? 48 Grad, ja. Okay. Wir haben eine eigene Kaltekammer, wo wir alle Fahrzeuge immer so prüfen mit extremen Temperaturen. Hier vorne sieht man schön, wie das Bett organisiert ist. Ja. Ihr habt euch wirklich viele Gedanken gemacht, wie man den Raum nicht kaputt macht, oder? Genau. Das heißt, wenn ich Skifahren gehe, ich muss mich bewegen drin, ich muss mich umziehen können. Genau, ich will es dir einfach mal zeigen. Das ja. ist, das Mach mal bitte. Noch besser. Hier habe ich einen Knopf. Und mit diesem Knopf kann ich das Teil herunterklappen. Ich habe eine Gasdruckfeder hier. Ja, ein ganz großer. Warte mal, ich mache das raus nochmal. Bitte? Also ich bereite diese Seite auch mal vor. Ach so, es bleibt einfach stehen jetzt, das Bett. Das bleibt auch so stehen. Ja? Fällt nicht runter. Ich habe hier die extra Unterstützung, welche ich brauche.
Dann nehme ich das Bett hier elektrisch unter. Das ist ja krass. Das gefällt dir, gell? Okay, ja, aber unsere Kunden wollen es auch. Die Kunden wollen es auch, sagt er. Das ist stark. Das heißt, eine Sache von ein, zwei Minuten, dann ist das Bett ohne Aufwand. Wie lange dauert? Also wir sind jetzt fertig. Und das Schöne ist, ich kann alle Auflagen liegen lassen, richtig? Ja. Ready. Und wenn ich auch nur die eine Hälfte habe, dann kann ich mich sogar noch bewegen in dem Auto, richtig? Und das Hochklappen, das geht sehr schnell. Mach mal bitte. Du siehst, wie schnell das geht. Ja, ruckzuck. Und es bleibt dort. Bleibt hier. Wenn ich jetzt losfahre, ich muss noch was verriegeln dann? Oder langt das mit dem Knopf? Nein, das reicht. Das reicht. Warte mal. Ich komme mal hoch. So, das heißt, ich könnte mich jetzt hier hin, einfach mal hier hinsetzen. Habe jetzt schon mal ein Bett. Wenn ich alleine fahre, kann ich das hier hochgeklappt lassen. Richtig? Wenn ich richtig? Will. Stark ist auch hier das Design der Möbel. Das ist sehr, sehr schlicht, damit der Raum nicht unterbrochen wird, oder? So ist es, ja. Alles in voll Harmonie gebaut. Diese zwei Gasfäden auf beide Seiten. Vollkorpusmöbel, das heißt, man sieht das Blech nicht. Nee. Das ist das Minimum, oder? Ja, genau. So, hier vorne. Du siehst hier diese Teppich, das findest du auch an der. Ich zeige das mal gerade. Das kennt man aus den großen Wohnmobilen. Übrigens, wenn Sie irgendwas flackern sehen, das flackert hier gar nichts. Das ist meine Kamera so ein bisschen. Die synchronisiert mit dem LED-Licht. Also es ist absolut flackerfrei. Hier vorne so kleine Details. Ihr habt die gleichen Schalter drin wie in den großen. Ja. Auch dimmbar. Ich kann es mal ausmachen, anmachen und dann festhalten. Festhalten und dann ist es dimmbar. Wenn du ins Bett gehst, hast du auch so eine vernünftige Funktion, wobei du sagst, okay, jetzt alle Beleuchtung aus und dann soll das funktionieren. So, jetzt ist die Tür ist ja jetzt im Moment auf. Ja. Wenn die Patricia mal gerade rausgeht, wenn du mal die Tür mal zumachst, du musst vorher den Gaskasten mal reinziehen. Ich will mal sehen, wie das Raumgefühl ist, wenn die Tür mal zu ist. Denn ich sag mal, jetzt bin ich offen, jetzt könnte ich am See stehen und könnte dann, ich sag mal, den Füchsen gute Nacht sagen, aber man will es ja auch mal zu haben. Und die Patricia kommt mal gleich und macht mal zu. Denn das Besondere ist dieser spezielle 3D-Stoff, den ihr gemacht habt hin. Das heißt, ja, ihr habt das bedruckt und habt die Türen damit versehen. Es wirkt dann ganz anders, oder? Das ist, das sieht optisch natürlich ganz anders aus, aber es ist auch die Isolation, die natürlich seine Wirkung hat. Mhm. Weil auch das sind natürlich die Kältebrücke, wobei wir rechnen müssen, wenn wir unsere Kabelreisemobile bauen. Okay, das heißt minus 48 Grad. Wo ist sie hin, die Patricia? Ich guck mal gerade. Patricia? Ich mach mal die Tür. Ja, so, sei mal so lieb. Lass mal sehen. Vielleicht hat sie alle anderen Türen jetzt zu. Geht ruckzuck. Krass. Man hört nichts mehr. Gut, jetzt sind noch ein, zwei Fenster sind noch offen. Und ja, das ist dann, wenn ich hier jetzt liege, im Kastenwagen hier, Mercedes-Benz, natürlich eine ganz tolle Haptik, die da ist. Peter. Hi. Hi. Bin ich wieder. Da bist du wieder. Ja, jetzt kann man mal sehen. Das heißt, wenn wir natürlich draußen mal minus 20 Grad haben, jetzt ist ja, ich sag mal, der Winter ist ja nicht mehr so stark in Deutschland in letzter Zeit. Vielleicht kommt es ja nochmal, aber in Skandinavien ist das so, oder? In Skandinavien ist es ganz normal, immer noch, dass man minus 30 Grad hat im Winter. Alles weiß, alles ganz hell, gell? Alles hell. Das ist natürlich hier ein Kabel, wenn der nicht so breit ist wie die andere Reisemobile. Und dann wollten wir nicht das dunkle Holzfarbe benutzen, aber schön weiß. Dann von der Optik her siehst du auch das, dann hast du das Raumgefühl. Peter, wenn du mal gerade so lieb bist, das Bett nochmal runter machst, weil es sieht ja so ein bisschen zerstört aus, wenn es hoch ist. Wegen der Optik. Du drückst auf den Knopf, fährst es runter. Und das war's. Das war's.
So, und dann habe ich jetzt hier diese Liegewiese in 0, nichts gemacht. Cool. Die Auflagen, das heißt, die sind dabei? Die sind dabei, ja, serienmäßig. Schon. Ja, der Nassbereich, auch der ist natürlich kabel-like. Diese Fahrzeuge sind alle dafür gedacht, dass wenn ich nasse Klamotten habe, dass ich die trocknen kann. Gibt es auch hier eine Trockenkammer? Hier haben wir natürlich ganz viele Schranken, die alle beheizt sind. Wir haben nicht so eine richtig große Trockenkleiderschrank, weil wir einfach die technische Möglichkeit nicht haben. Aber wir haben alles daran gemacht, um die Kleidung auch zu trocknen mit der Heizung. Ja, ihr habt natürlich den Kühlschrank, den man von beiden Seiten öffnen kann, wenn du mal so lieb bist, mir das mal zeigst, also einmal vom Wohnraum aus. Das ist gerade, wenn man keinen Platz hat, besonders wichtig. Ich kann da nicht drum herum gehen, so einfach. Und kann jetzt hier von der anderen Seite einfach vom Bett kannst du noch etwas öffnen. Trinken. Der Kleiderschrank machen wir auf, bitte, hier an der Seite. Mit Beleuchtung auch. Du kannst auch diese Regale kannst du wegnehmen und dann hast du einen schmalen Kleiderschrank. Hier oben findest du noch einen schönen Schrank. Und alles ist ausgenutzt. Du siehst hier auch so eine kleine Sache, aber wichtige Sache. Das ist so eine Verstärkung von der Tür. Also die wird auch nicht krumm ziehen. Und das ist kein Leichtbau. Ne? Okay, damit sie auch nicht klappert, damit sich nicht verzieht. Nicht verzieht, genau das. Stark. Also das Licht geht immer automatisch an, habe ich gesehen, wenn du aufmachst. Ja. Ja, was Schönes, ich zeige mal gerade eine Kleinigkeit. Hier ist so ein kleiner Rollverschluss drin. Das heißt, ich kann hier zumachen, das Ganze sehr leicht. Ja, und du kannst Duschen. Das. Und ich habe eine Tür, gell? Ja. Ah, es gibt ein Raumbad. Ja, genau. Umklappen und dann hast du eine Duschkabine. Okay, das heißt, ich kann umklappen. Das habe ich jetzt bei einigen anderen schon gesehen. Wenn ich mal kurz reinstellst, dass ich mal sehe, wie groß du ungefähr bist. Da. Ich bin 1,75. 1,75, aber da hätte auch 1,90 kein problemlos kein Platz. Problem. Schön gemacht. Und was ganz wichtig ist, habe einen Lautsprecher in der Dusche. Das heißt, du kannst dann. Das sieht aus wie ein Lautsprecher. Ist aber nicht. Abluft. Das ist aber nicht. Das ist die Abluft. Das ist eine Ventilation, die dann das Kondenswasser, die Feuchtigkeit auch wegnehmen kann. Aber schön gemacht in Weiß. So, geh mal nach vorne bitte. Dann zeigen wir mal jetzt mal den Wohnraum. Denn wir haben ja hier sehr kompakte Maße. Wir haben die Außenmaße eines Kastenwagens in XXL-Höhe, richtig? Das stimmt, ja. Drehen geht vorne? Drehen geht. Ich wollte das mal da zeigen. Wir sind im Messebetrieb, muss man sagen. Jeder kann sich das einrichten. Ja, das M-Bux ist hier uns auch eingebaut von Mercedes-Benz. Boah, der ist schon schön. Wenn ich hier oben gucke, das mit dem Schwarz. Und ihr habt das ganz große Dometic-Display mit drin. So, einen Ticken nach vorrücken. Ich glaube, das macht man einmal, wenn man steht am Ort. Jetzt mit der Kamera geht es natürlich. Mit der Kamera so ist immer der Vogel-Effekt, oder? Ja, genau. Genau, wenn du gerade so lieb bist, das Radio mal ganz leise machst wegen der Musik. Dankeschön. Ja, vorne habt ihr das große Display, das habt ihr selber entwickelt mit Dometic. Das heißt, ihr habt die gleiche Technik wie in den ganz großen. Genau. Fußbodenheizung das gleiche. Fußbodenheizung, du siehst hier diese Deckenlampe, welche auch dimmbar ist. Beleuchtung kann man hier an- und ausmachen. Heizung ist drin, Wasserpumpe, Klimaanlage. Klimaanlage. Standklimaanlage. Klimaanlage ist nicht serienmäßig, aber ist auch zu bedienen über dieses Bedienpanel. Okay. Die wäre dann auf dem Dach oder ist das eine Stauklima? Auf dem Dach, ja. Auf dem Dach drauf. So, hier wäre dann, was mir auch gut gefällt, sind die Sitze. Die habt ihr selber designt? Die haben wir zusammen mit unseren Lieferanten entwickelt. Und die Sitzung kannst du auch auseinanderziehen. Sag mal bitte, das habe ich gesehen bei Weinsberg, witzigerweise. Die haben das in Reisemobilen auch entwickelt, aber hier kann ich mir aus dem Weg gehen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Kinder habe zum Beispiel, dann ziehe ich. Hab das fertig. Lass dir Zeit. Denn wahrscheinlich ist es der Hebel, man muss drauf sitzen. Ganz unten, ein Stückchen weiter unten, ich sehe ihn schon. Nee, weiter unten, noch ein bisschen unten. Da. Könnte es sein? Genau. Das heißt, ich kann auseinandergehen, das ist ein gutes Stück, wo ich auseinandergehen kann und habe dann viel mehr Platz. Genau. Es ist natürlich ein Fahrzeug, was kein 2,35 Meter breit ist, aber jetzt haben wir eine ganz effiziente Lösung.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann sogar die Sitze anwinkeln, das heißt, die sind nicht ganz gerade. Normalerweise ist ja im Wohnmobil, also im Kastenwagen, sind die Sitze immer so komplett gerade. Wie ist das Feeling jetzt bei dir? Super Komfort, ne? Das ist wirklich toll. Schwarze Verkleidung. Also wir sind hier in einem Reisemobil, was bis minus 48 Grad getestet ist. Ja, in unserer kalten Kammer. Und bis plus 50. Das heißt, die Isolierung, die kommt auch zugute, wenn ich heiße Zonen belebe. Das heißt also, das, was isoliert, kühlend ist, ist auch isoliert für die Wärme. Genau, du hast die Vorteile im Sommer auch. Hier vorne ist Leder, das habt ihr schön gemacht. Das ist so ein bisschen wie im Flugzeugcockpit, oder? Ja, genau. Und das Fenster ist so groß, dass die Beifahrer, die zur Fahrtrichtung sitzen, auch ordentlich rausgucken können. Das ist Ja, ja auch immer so ein ja. Thema. Die meisten sehen ja nichts in den Wohnmobilen. Und auch stufenlos. Stufenlos. So, oben drauf der Himmel. Ja, auch die Anbindung von dem Fahrerhaus hier oben drauf. Peter, mach mir einen Gefallen, stell dich noch mal bitte hin. Ich will noch mal gerade, dass die Leute mal sehen. Du bist 1,75 Ja. und das Fahrzeug ist bestimmt für Leute bis 2 Meter Höhe, richtig? Ja, das stimmt. 1,96 ist die Stehhöhe. 1,96 ist die Stehhöhe. Hier vorne ein kleines Detail. Patricia, Ja. mach mal auf bitte. Denn dann zeigen wir mal. Es gibt ein Fliegengitter mit drin, richtig? Ja, das ziehen wir hier auf. Also man kann schon sagen, das ist ein Fahrzeug für Individualisten, die etwas haben möchten, was nicht jeder hat. Etwas ganz Exklusives, richtig? Etwas ganz Exklusives und mit die beste Heizung und Isolierung, Fußbodenheizung. Man hat wirklich aller Komfort. Allrad ist ja möglich, richtig? Allrad ist möglich. Aufpreis, aber möglich. Okay. Ihr könnt ihn auch ein bisschen schick machen, ein bisschen höher legen, ein bisschen mehr so Ja, Offroad-mäßig. ganz viel ist möglich. Ja, Ja, das ja. heißt, ihr könnt das, wenn jemand Wir sagt. können eigentlich alle Zubehörmöglichkeiten von Mercedes bieten wir auch an. So, habe ich den Tisch mit drin. Da unten, wenn du da mal aufmachst, was ist da? Okay, das kann ich einklappen, das kenne ich schon. Ja, das kannst du auch. Hier hast du jede Schublade. Und das Müllsystem. Genau. Ich Schön. werde dir mal auch da außen zeigen, wie das ist mit dieser Isolation. Ja. Das kann ich nicht zeigen, das kann ich einfach mal hören lassen. Ja, bitte. Sprichst du mal? Nein, wir gehen Wir gehen raus, raus. gell? Okay, ist gut. So, ich zeige ganz kurz nochmal das Cockpit, dass die Leute das noch gesehen haben. Hier vorne ist es und so ein kleines Detail mitten im Fahrerhaus habe ich eine Leselampe mit drin, damit, wenn ich den Sitz gedreht habe, natürlich auch schön lesen kann. Und natürlich das neue N-Book-System ist drin. Das ist schön. Und die Fußbodenheizung im Fahrerhausbereich, die haben wir schon gesehen. Ich zeige es nochmal kurz von der Seite, dass man das sieht. Das Schöne ist, ihr habt das Einsteigen sehr leicht gemacht. Ihr habt viele kleine Treppen, die breit sind. Genau, 4 Treppchen, ja. Ich glaube, das ist unglaublich. Wenn du mal kurz hochgehst, bitte, Patricia. Viermal, genau. Das Das heißt, wenn ist ich auch nicht mehr ganz so gut einfach. zu Fuß bin, dann komme ich rein. Komfort in jedem Sinne. So, zeig mal, was willst du mir zeigen? Die Isolation. Ja. Die ist bei Carbon natürlich ganz, ganz wichtig. Du kannst eine schöne Heizung haben, aber wenn die Isolation nicht da ist, dann haben wir immer noch ein Fahrzeug, was nicht für extreme Temperaturen auch gebaut ist. Und ich kann es eigentlich nur zeigen, um mal so zu machen. Du hörst, wie stark das ist. Nochmal bitte. Und hier auch auf diese Seitenwand. Und dann im Fahrerhaus, nur zum Vergleich, weil im Fahrerhaus dürfen wir nicht ändern wegen dieser Crash-Zones. Und wenn ich das dann hier mache, dann hörst du den Unterschied. Ja? Das hier oder, und das bedeutet, dass alles von diesem Kastenwagen, dieser Van, hat diese Isolierung und das sind ganz kleine Partikel, welche auch verklebt sind, und das macht die gute Isolation. Ich glaube, die Spezialisten im Innenausbau, also aus dem Offroad-Bereich, ja, die an die Wüsten fahren, die kennen das Material, das dann aufgeklebt wird, was zur Entrönung auch dient. Das heißt, das ist wahrscheinlich mehrschichtig. Ich kenne nur Armaflex und diese ganzen Ja. Materialien. Das heißt, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben, oder? Wir haben sehr viel Mühe gegeben und wir haben ein Ecoprim-Isolation. Und das kennen wir auch bei unseren anderen Reisemobilen und auch Wohnwagen.
sehr schön. Ja, ich zeige es mal gerade nochmal hier, so kleine Details, wie schön alles verarbeitet ist. Da unten ist so ein kleiner Griff dran. Was hat der für eine Funktion, der da? Ah, du hast hier die Möglichkeit, um den Tisch von innen hier draußen anzubringen. Und dann hast du ein schönes Teil draußen mit aller Komfort. So, Kabe TM Van 690 LB, Längsbetten wahrscheinlich, ja. LB. Und jede Menge Ausstattung. Und hier habe ich einen Preis von 108.183 Euro. Und das Fahrzeug ist 4,1 Tonnen schwer. Und man kriegt den bereits ab 99.500 Euro. Und das Schöne ist, großer Motor mit drin. Ich habe aber nichts gespart. Die Anhängerkupplung ist schon dabei. Die große Markise ist mit dabei. Und man hat einen Kabe. Das bedeutet, ich habe für die nächsten 10, 15 Jahre... Hast du ein ganz schönes, gutes Fahrzeug. Und wenn man das mal verkauft, habe ich mir sagen lassen, da stehen die Leute Schlange. Das heißt, die Händler nehmen die auch mit Kusshand. Gut, jetzt im Moment ja sowieso. Ja. Ja, Reisemobile sind ja extrem gefragt, aber das nenne ich ja mal eine Anhängerkupplung, oder? Genau. Okay, das heißt, hier kann ich ein Boot ziehen, hier kann ich... In diesem Zustand kannst du, hat er einen Anhänger lassen, 2000 Kilo. Wenn wir eine andere Kombination machen, dann ist auch sogar 3200 Kilo möglich. So, ich zeig mal gerade, die Anhängerkupplung ist natürlich von Rockinger. Das ist stark. So, und da könnte ich Fahrräder zum Beispiel drauf machen. Die kann ich wegklappen. Da könnte ich noch einen Kasten drauf machen, hinten einen Transportkasten. Das wäre auch möglich. Auch möglich. Und das ist die Optik von hinten, die man dann sieht. Travel Master von Kabe. Du bist stolz? Ich bin sehr stolz. Ich bin glücklich. Und guck mal, wie viele Interessenten wir haben für nicht nur dieses Reisemobil, aber bei Kabe ist hier voll. Das läuft. Ja, und ihr seid ja groß geworden, das zeige ich vielleicht noch zum Abschluss. Ihr habt einen riesengroßen Bereich für das Thema Wohnwagen. Und hier sieht man übrigens auch das Schlusslicht, hier so oder so ähnlich. Ihr habt ein drittes Schlusslicht mit Kabe drauf. Ist das zulässig? Darf man das? Wahrscheinlich schon, oder? Na, natürlich, ja. Und das ist übrigens nicht ganz so orange, wie es jetzt hier auf der Kamera ist. Es ist knallrot und es ist Kabe. Und wenn man dann bremst, dann sieht man hinten Kabe, ein kleines Designstück. Ja, die Kollegen, die waren schon bei euch am Stand, haben sich alles mal angeschaut, die Wettbewerber so ein bisschen? Ja, das sehen wir auch. Jede Messe sind unsere Kollegen in unserer Branche, sind auch auf der Kabe-Stand. Die gucken die Neuheit bei Kabe an, weil wir so viele vernünftige Lösungen haben. Das ist einer der schönsten Wohnwagen, die es gibt, denn er hat eine Frontküche in Weiß. Die werden wir uns gleich mal anschauen. Und ja, ist wirklich so der Inbegriff. Wir waren auf der Messe, da haben wir es gezeigt, das Fahrzeug so oder so ähnlich. Und die Leute sind total drauf geflogen, weil dieses Raumgefühl auch in Verbindung mit diesen Panoramafenstern, die hier eingebaut sind, das ist wirklich der absolute Hammer. Das heißt, du siehst wirklich unglaublich viel von draußen. Ja. Wenn man hier steht und so das Gefühl hat, man ist in der richtigen Wohnung drin, ja, das werden wir gleich mal sehen. Ja, ich grüße dich, Peter. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, wenn du dich mal kurz vorstellst. Schönen guten Tag. Mein Name ist Kasch und ja, wir sind hier bei der Gräf, unsere Firma in Holland. Genau. Ihr seid nicht weg von der Grenze, das heißt eine halbe Stunde ungefähr? Ungefähr, ja. Ja, das ist so. Man ist schnell hier. Mhm. Ihr habt bei Wohnwagen eine Mehrwertsteuer von 21%, in Deutschland 19%. Richtig. Aber ich habe schon gehört, man kann über alles reden. Das ist kein Problem. Reden ist immer erlaubt. Ja, ja. So, wir zeigen gleich mal dieses, ich sag mal, Schiff hier. Es ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Es ist schon, ich sag mal, ein ordentliches Teil. 8,80 heißt 8 Meter. Und wir gehen gleich mal mit Kees in die Werkstatt, denn bevor wir das zeigen, wollen die Leute ja auch mal wissen, wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Das ist nämlich diese Küche hier, ist so ein absoluter Hammer. Und die sehen wir gleich mal. Und das Ganze macht ihr nicht erst seit gestern, oder? Das heißt schon sehr lange hier. Ja, ja. Unser Betrieb besteht ungefähr 45 Jahre. Mein Vater ist da mit begonnen. Ja. Und ich arbeite jetzt für 12 Jahre hier. Ich bin, wenn ich war jung, ungefähr. Du warst auch mal jung? Ja, okay. 16 Jahre. Okay. Und ich bin jetzt was älter geworden und immer betroffen bei Betrieb. Okay, das heißt aber, du bist schon damals als Kind groß geworden mit Camping? Ja, ja, ja. Wo, immer? In welchem Land wart ihr schon immer, als du klein warst? Immer hier in Holland und 10 Kilometer weiter, dass mein Vater dicht bei dem Betrieb ist, wenn das nötig ist, dass sie von der Camping nach
den Betrieb fahren könnte. Okay, du hast es dann freiwillig gemacht, hier mitzuarbeiten, oder ja, hat dich dein Vater gezwungen? Nein. Hat gesagt, du kriegst kein Erbe mehr, wenn du nicht mitmachst? Nein, ich habe noch zwei ältere Brüder und mache was anderes. Und ich bin der Einige, die Interesse hat in Wohnwagen und Reisemobil. Ich zeig mal gerade, du hast sogar ein Shirt an. Das habt ihr nicht nur an für die Dreharbeiten, sondern ihr lebt Kabe. Ihr habt seit anderthalb Jahren Kabe. Ja. Jetzt hat mir, du hast mir erzählt, Peter, du hast in die Bude eingerannt. Immer wieder bist du da gewesen, hast gesagt, Kabe. Du sprichst ja. Er wollte nicht, könnte nicht. Und dann plötzlich hat Gas angerufen und hat gesagt, hey, wann kann ich dann endlich mal Kabe verkaufen? Und dann war ich sofort hier. Er hat zunächst wie viele Fahrzeuge bestellt? Ich glaube 5, klar, oder? Ja, er ist angefangen nur mit 5, aber mittlerweile sind wir doch bei ein bisschen mehr. So, ich zeig's mal gerade, ihr habt die größte Kabe-Ausstellung der Welt. Ja. Wenn du mal kurz mitkommst, Kars. Ja. Ich liebe diesen Blick hier an der Seite, das habt ihr extra so gemacht, gell? Ja. Dass man so die Größe so ein bisschen sieht. Und das Coole war, ihr seid mit einer Flugdrohne sogar durchgeflogen, gell? Ja. Das war lustig, oder? Ja, sicher. So, komm, wir gehen mal in die Werkstatt. Ja. Denn das Wichtigste ist, Sachen zu verkaufen ist einfach. Ja. Aber die haben es richtig drauf. Das heißt, die können auch richtig große Umbauten machen, gell? Ganz genau. Und du siehst hier auch, gerade kommen die Ersatzteile von Kabe rein. Die werden fast jeden Tag werden die geliefert. Ja, also, komm, das habt ihr jetzt gefaked für die Kamera, oder? Ja. Nee. Aber guck mal, das ist nicht geplant. So, da vorne ist DHL. So, dann gehen wir mal rein. Ist die Werkstatt direkt daneben hier? Ja, das ist hier. Okay. Das ist der Anfang von der Kunde hier. Und da können Sie sich melden für Unterhalt, für Erstell. Und genau. Hier wird alles bereits fertig gemacht. Wenn du mal gerade so lieb bist, das Radio mal ausmachst, wenn du es findest. Genau, er macht das mal ganz kurz, dass wir das haben. Nee, das Radio aus, weil sonst kriege ich Riesenprobleme mit der GEMA. Wir machen mal eins, wir gehen mal weit weg, dass es nicht zu hören ist. Ansonsten sperren die mir direkt das Video. Ja. Oh, guck mal hier, ein Cellini steht hier. Ja, das ist ein Cellini, haben wir jetzt verkauft und wir machen alles fertig. Hier bauen wir alles ein. Wir können ein EMP, hydraulisch Level-System, machen wir da rein. Eine Markise, eine SAT-Anlage und alles, was möglich ist, um das noch High-End zu machen. Das können wir in eigenem Haus. Genau, das ist so. Ja, es geht ja heute um Kabe. Das heißt, das Thema Schulung und so weiter, ist das aufwendig? Weil Kabe verlangt ja, dass ihr da unter Schulung geht. Wir haben die Leute in der Werkstatt, die gehen einmal pro Jahr nach Schweden und haben da dem Know-how. Die Schulung wird gemacht, ja. Ja. So, jetzt ist der Peter ja nicht so einer der ganz harten, penetranten Verkäufer, die dann sagen, ja, du musst das unbedingt machen. Wie kam denn das, dass ihr auf einmal gesagt habt, wir wollen jetzt doch Kabe haben? Ja, wir haben, wir wollen gern, da was größere Wohnwagen, was exklusivere Wohnwagen verkaufen. Und Kabe ist eine Marke, was da gut, einen guten Anschluss dabei hat. Also das heißt, ihr habt ja eh schon Kunden, die hochwertig gekauft haben. Also ich sag mal, und dann praktisch, also im Prinzip der nächste Level so ein bisschen. Ja, und wir verkaufen neu der Marke Kabe. Und gebraucht verkaufen wir auch in hochwertige Wohnwagens, 1-2 Jahre alt. Und dann von etwas luxere Märkten, so wie auch dem Cellini. Ja, okay. Ja. Das ist so. So, aber jetzt, ich meine, man sieht es in der Ausstellung, da stehen fast nur noch Kabel. Ja. Habt ihr so ein kleines bisschen das gefunden, was ihr wolltet jetzt? Wir haben einen Beginn gemacht. Wir sind anderthalb Jahre sind wir an der Arbeit mit Kabel. Und ich habe ein gutes Gefühl über die Zukunft. Ja. Wichtig ist ja auch die Nachhaltigkeit, das hat Peter mir gesagt. Also das heißt also A, dass die Kunden zufrieden sind, aber dass auch der Händler zufrieden ist. Ja, und ich sag mal, das ganz Wichtige ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Wert der Marke Kabe. Das heißt, wenn jemand so ein Kabe kauft, war das am Anfang schwierig, den Niederländern zu erklären, was Kabe ist, oder kannten die das schon? Na, Kabe ist ein Status, ein Marke, ist ein hochwertiger Wohnwagen. Und ihr seht, die Menschen, die einen Kabe kaufen, die haben Erfahrung mit Camping. Und die weiß eigentlich, was Kabe ist. Und viele Leute sagen, okay, ich kaufe noch einmal einen Wohnwagen. Das muss super perfekt sein. Und das ist toll, um der Kunde zu empfangen hier. Und der Suche und Vergleiche mit alles, was wir haben stehen, was der beste Modell ist von Kabe, was bei der Kunde passt. Wenn ich jetzt einen alten Wohnwagen oder ein altes Wohnmobil habe, könnt ihr das in Zahlung nehmen? Macht ja, ihr das schon mal? Natürlich, ja. Das heißt, ihr habt auch Kunden, die sowas wollen dann? Ja, und wir haben Kollegen Handlaren und da können wir
an weiterverkaufen oder wir können einen Kundenvertrag machen hier. Das, ja, eigentlich ist alles möglich. So, ihr habt eine riesen Ausstellung, wir machen ein bisschen Werbung dafür, dass es da ist. Mhm. Kommen die Deutschen langsam oder die Luxemburger und Belgier zu euch? Ja, wir haben mehrere deutsche Kunden. Wir haben Kunden aus Frankreich, Belgien, auch aus Schweden, dass wir ein Modell auf Lager hatten stehen. Und das ist verfügbar. Und wir haben auch einen Wohnwagen verkauft nach Türkei, nach IJsland. Dus ja, we hebben veel meerdere Kunden aus andere landen. Ja. So, sehr schön. Wir gehen nochmal zurück, dass wir das mal sehen. Das heißt, ihr könnt wirklich hier unmögliche Sachen machen. Ihr habt auch schon mal Slideouts eingebaut in andere Fahrzeuge? Ja, richtig. Okay. Das ist da. Und hier vorne sieht man einen sehr schönen Kipp. Das ist so, ihr habt mal Kipp gehabt. Die sind natürlich im Vergleich zu, wenn man das direkt daneben sieht, ist es sehr klein. Und der größte, ja. Kipp ist eine holländische Marke und wir haben viele Kunden auch hier in der Region und hat einen Wohnwagen und wir machen hier der Service davon. Ja, okay, super. Wir gehen mal schnell raus. So, ich muss die ganze Zeit reden, damit das Radio uns nicht killt. So ist es nämlich. Die gute GEMA. Und dann mache ich mal ein bisschen weiter. Wichtig war mir einfach zu zeigen, ihr seid natürlich nicht perfekt in der deutschen Sprache. Das kann man nicht verstehen. Aber man kann froh sein, dass, ich sag mal, ihr überhaupt Deutsch sprecht. So ist es. Denn das Niederländische und das Deutsche klingt zwar so ein bisschen ähnlich, aber da sind Welten dazwischen. Also ich sag mal, die jungen Leute, sprechen die noch gut Deutsch, die Niederländer? Oder es wird weniger? Wird auf das Allgemeine etwas weniger, aber ich habe ja viel Gesprächspartner in das Deutsch, das da geht immer besser. Immer besser. Das heißt also, wenn ich jetzt hier bin, ich spreche zum Beispiel nur Deutsch, ist gar kein Problem, ihr kriegt das irgendwie hin. Ja, genau so. Okay, ja. Super. Vielen Dank. Ja. Das ist dein Büro? Ja, das ist mein Büro, ja. So, das heißt, hier werden die Verträge dann unterschrieben? Nein, wir unterschreiben die Verträge auf unserer Terrasse und hier mache ich nur die Administration. Wir unterschreiben die Verträge auf der Terrasse. Ja. Tschüss, Carsten. Ja, tschüss. So, komm, wir schauen uns mal das tolle Gerät an. Ja. Das hier hat die Leute auf der Messe ziemlich fasziniert, oder? Mhm. Das war ein 87er. Das hier ist ein 88er, einen Meter länger. Vom Grunddreh her fast gleich. Aber unglaubliches Raumgefühl. Wegen Frontküche. Fußbodenheizung, Alde, minus 50 Grad, plus 50, also all das, was wir von Kabe schon kennen. Unglaublich temperaturbeständig. Wenn eine Klimaanlage drauf ist, nicht wundern, selbst bei so einem langen Auto schreiben ja die Hersteller vor bis 6 Meter. Du sagst aber, man kann hier die kleinste Klimaanlage holen, die tut ihren Dienst. Warum? Es reicht mit einer Klimaanlage von Dometic, ob es 4 Meter Länge ist oder 10 Meter. Wegen die gute Isolation bei Kabel. Das ist wesentlich. Das heißt also, die Kälte, die ich generiere über die Klimaanlage, geht nicht verloren durch, ich sag mal, irgendwelche Ritzen und so weiter, sondern das Ding ist relativ dicht. Es darf aber nicht ganz dicht sein. Das wird ungesund sein. Also Belüftung haben wir, diese Zwangsbelüftung. Aber ja, wie gesagt, eine Klimaanlage reicht und du brauchst auch nicht das Ding der ganze Nacht einzuschalten. Was auch extrem ist, was die Leute berichten, ist der Gasverbrauch aufgrund der guten Isolierung. Wenn ich nicht das Fenster immer auflasse komplett, dann natürlich alle Fenster offen stehen lasse, ist der Gasverbrauch doch wesentlich geringer. Geringer als bei anderen Marken. So, ganz neu. Ist das neu hier mit dem Kabel jetzt beleuchtet? Oder ist das haben wir schon einige Jahre, aber das ist auch ganz wichtig, glauben wir. Das ist eine gute Werbung und wenn du guck mal, so ein schönes Fahrzeug gekauft hast, dann willst du doch auch zeigen, dass du ein Kabe hast. Das ist so, das Heck habt ihr ja neu entwickelt vor ein paar Jahren. Ihr seid jetzt nicht der Hersteller, der jedes Jahr alles komplett ändert, sondern das ist wichtig, der Werterhalt. Ja, wir wollen nicht, dass wenn der Kunde 70.000 oder 80.000 Euro ausgibt für einen Wohnwagen, dass er nächstes Jahr herausfindet, dass er schon ein altes Modell hat. Das ist so und so. Deswegen, ihr habt einige Sachen behutsam geändert, zum Beispiel die Innenholzfarbe. Ja. Die Technik habe ich gesehen, also das mit dem Bussystem habt ihr schon über mehrere Jahre, wo viele nachdenken, es jetzt einzubauen. Das ist bei euch Standard, habt ihr das entwickelt? Schon mehrere Jahre. Wenn man hier so reinguckt, das ist so dieses Foto-Finish. Schau mal hier auf das Display. Ja. Das sieht doch aus wie eine Eigentumswohnung. Ja, sicher. Tolle Küche. Mhm. Das heißt, alleine Designerküche, wenn ich die jetzt mal kaufe und die mir zu Hause mal so einbauen lasse auf Maß, wer sich ein bisschen auskennt mit Küchen, die kosten ein bisschen was. Die kosten ein bisschen.
dann im Vergleich, dann hast du doch hier eine ganz gute Qualität-Preis-Verhältnis. So, was krass ist, ich habe es von außen moderiert, sind diese beiden Fenster. Auch diesen Spezialanfertigungen, diesen rund, zumindest mal das obere Fenster. Ja, das ist, weil es auch rund ist, haben wir auch dafür entschieden, um das nicht zu öffnen, weil wir dann zu viele Probleme haben können mit Feuchtigkeit. Also das ist nicht zu öffnen, aber darum geht es, das Fenster vorne, das ist zu öffnen. So, wenn aber die Sonne scheint, ich kann es auch verdunkeln. Ja. Wenn du das einmal kurz machst, bitte, das Verdunkeln, mal zeigen. Ganz normales Rollo, das geht dann halt über die Kurve. Und bitte nochmal öffnen, weil ich fühle mich jetzt schon beeinträchtigt. Ja. Ist krass, was das Fenster macht, oder? Mit dem Raum. Ja, das macht viel aus. So, ich stelle mich mal gerade einen Meter zurück, wenn du mal gerade die Hausfrau spielst. Das war jetzt gemein. Denn ich sag mal, es gibt viele Männer, die auch gerne kochen, aber auch Frauen kochen gerne, so ist es. Aber hier in dieser Küche hier, da willst du einfach gerne kochen. Ja, weil Platz. Und es ist auch ein schönes Teil, in dem Wohnraum, um hier zu sein. So, ich nehme auch die Hausfrau zurück, weil das ist ja, wir leben ja nicht mehr, ich glaube 1962, wo die Rollenverteilung so ist, sondern ich sag mal, das Thema Kochen hat ja viele Leute erwischt und es wird wirklich in vielen Kabes wird wirklich aktiv gekocht. Ja, das hat auch damit zu tun, dass man ein Kabe kauft für das ganze Jahr. Also man lebt auch viel mehr in ein Kabe, Wohnwagen oder Reisemobil, und dann ist die Küche natürlich auch viel wichtiger. Das hier ist doch wie eine Küche. Guck mal, du hast das ganze Heck, die Breite 2,50 bei dem? 2,50 Breite, ja. Und du, genau, stell ich mal kurz rein. Ich zeig mal gerade, wie du da stehst. Ist das krank? Das ist so groß. Du hast richtig, guck mal hier, der Kühlschrank. Hier, genau. Du kannst dich drehen. Der Kühlschrank exakt an der richtigen Stelle, ja. In Griffhöhe. Zu öffnen hier von der Küche aus, aber auch natürlich von der Sitzgruppe. Wenn du dir dort hinstellst, kannst du hier noch ein Getränk packen. Holen, okay. Dann habt ihr dort eine kleine Mikrowelle integriert. Langt von der Größe, absolut. Ja. Und was immer mehr im Kommen ist, ist natürlich viel Platz zum Kochen. Das heißt, du brauchst hier also nichts zusätzlich irgendwie rausziehen. Ihr habt aber trotzdem noch so ein kleines Feld zum Rausziehen. Das ist hier so eine Auflage. Da ist es. So, da ist nochmal ein Brettchen mit dabei. Das kann ich auch benutzen zum Schneiden. Ja, das ist ein Schnittbrett. Kannst du auch komplett rausziehen, wenn du möchtest. Die Beleuchtung, man braucht in der Küche viel Licht, also nicht nur indirektes Licht, das macht das schön, sondern auch direktes Licht, das ist euch gelungen. Ihr habt hier zwei große Arbeitsleuchten drin, ja. Die den sehr, sehr gut erhellen, aber auch ganz viel indirektes Licht. Ja, indirektes Licht hilft natürlich auch. Und hier oben diese vier Spots. Also was auffällt, normalerweise schlechtes Licht flimmert immer bei mir in der Kamera. Es flimmert nicht. Mhm. Das ist also auch ein Riesenvorteil bei der LED-Beleuchtung. Naja, es gibt viele Anbieter von dieser LED-Beleuchtung und dann gibt es auch ganz viele Unterschiede in Qualität. Und wir haben hier sehr gute Qualität von LED-Beleuchtung. So, und dann Kombifelder. Du hast also einmal Induktion, wenn du Strom hast. Ja. Und dann Gas. Viele lieben ja auch Gas, weil es direkt ist. Aber Induktion ist auch direkt. Es ist schon, es geht wahrscheinlich darum, um die Energie, die ich gerade habe, oder? Ja, genau. Also im Norden, in Skandinavien, ist elektrisch ganz billig. Und dann ist es natürlich interessant, um dann das Induktionsfeld zu benutzen. Und, aber du bist flexibel, du hast auch immer auch noch Gas. Und das Schöne, wenn das so günstig ist, die Alde hat immer eine Elektropatrone mit dabei. Ja. Das heißt, also die Leute nutzen das aktiv, gerade in der Zwischenzeit. Du kannst wirklich mit 1000 Watt, das habe ich schon gehört, ja, wenn es nicht gerade... Ja, ich weiß, du kannst aber allein mit 1000 Watt schon, kann man das Fahrzeug, wenn es nicht zu kalt ist, muss man sagen, also bis so, sag mal 0 Grad, kannst du mit 1000 Watt, das dauert dann ein bisschen länger, kannst du das Fahrzeug beheizen. Ja, auch so ein großes Fahrzeug wie hier. Denn die Isolierung ist da. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Bedeutet, die Alde hat eine Gasversorgung, läuft auf Gas, ist eine Warmwasserheizung. Ja, Warmwasserheizung, Fußbodenheizung also, und keine elektrische Heizung. Also die Konvektoren und die Fußbodenheizung werden natürlich angesteuert über Gas oder elektrisch, aber alles ist wassergeheizt. So, das heißt, wie zu Hause. Im Prinzip eine Zentralheizung. Ja. So, jetzt sieht man das Raumgefühl hier, die Blickachse komplett offen. Jetzt nicht ganz so lang wie der 10 Meter, nee, der 12 Meter lange, aber lang genug. Das heißt, also wir haben hier noch eine handliche Größe zum Reisen, muss man sagen. Ja, stimmt. Ein bisschen einfacher wie den Tausender. Naja,
Ja, einfacher jetzt nicht, aber ich finde es halt anders. Ja, es ist ja so. Also der Tausender ist ja schon eher, ich sag mal, eine Wohnung, die du dann platzierst, ja, eher mal festhältst. Warte, ich zeig's mal gerade. Ein bisschen einfacher. Das ist der Tausender. Krass. Ja. Guck mal, wie klein die Räder sind da drauf. Ja. Weil er so lang ist. So, und hier haben wir dann, ich sag mal, ein Maß. Der wird oft verkauft hier? Ja, ja. Naja, ganz ehrlich, 880er, das ist schon eine Länge, die wir in Holland nicht so viel verkaufen. Aber mehr 87er viel mehr, ja. Der steht daneben, gell? Ja. Ja. Können wir uns ja gleich mal angucken. So, das ist jetzt. Jetzt ist ja das Thema Wohnmobile, kommt ja immer mehr und mehr. Ihr baut jetzt auch Wohnmobile, seit 1989 ja, und jetzt vermehrt auch Wohnmobile. Die Wohnwagen baut ihr noch länger. Was sind das für Typen, die Wohnwagen kaufen? Sind das also Leute, die, ich sag mal, Kabe kostet ja auch jetzt eine Stange Geld hier. Ja. Ich glaube jetzt, das sind aber Leute, die, ich sag mal, Überzeugungstäter sind, die dann sagen, okay, ich habe das, ich brauche kein Wohnmobil. Ja, das sind Leute, meine Erfahrung ist, sind ein bisschen ältere Leute und die sagen, okay, es macht uns immer noch Spaß, um Camping zu machen. Wir haben jetzt ein ganz schönes Reisemobil oder Wohnwagen, aber jetzt kaufen wir unsere Kabe und dann soll es wirklich auch gut sein und so, wie wir es haben wollen. Ihr baut die Fahrzeuge für eine Lebensdauer von 30 Jahren, ja, oft überleben die. Ja. Das heißt also, Nachhaltigkeit bei der Produktion ist gegeben. Das heißt, so ein Kabel geht meistens in die zweite, dritte Generation, wenn er verkauft wird. Ja. Kaum einer will ihn kaputt machen danach. Ja. Also das heißt, selbst älteste Kabel habt ihr noch. Ihr habt in Schweden auch Fahrzeuge stehen, die ein bisschen älter sind. So. Ja, ganz viele, ganz viele. Und nicht nur stehen, die fahren auch noch immer rund. Die fahren rum. Ja. So, die Sitzgruppe, das ist genial. Wenn du dich mal kurz reinsetzt, ja, dann zeige ich gleich mal. Ich habe hier nämlich hier ein Sofa, da werde ich mich jetzt mal reinsetzen. Das ist ein tolles Sofa, das wäre mein Sofa. Weißt du hast komplett Platz. Ja. Du sitzt dich gegenüber und das hier ist ja mal ein Wohnzimmer, oder? Krass. Genial. Und das Schöne ist, du hast wie zu Hause, die Küche ist integriert im Wohnraum. Das heißt, ja, du hast eine extra Küche drin. Wenn jemand da vorne was präpariert, du machst zum Beispiel deiner Frau was zu essen, dann ist die Kommunikation nicht gestört. Ja, das irgendwie. Ja. Ist das hier auch mit der Lümmelfunktion zum Rausziehen? Geht das? Ja. Hier haben wir einen Hebel. Das ziehen wir nach vorne. So, das heißt, also hinten das Heck, also das Kissen geht ein bisschen nach vorne. Ja. Und es wird dann gemütlicher. Gemütlich, noch gemütlicher. Noch gemütlicher. Der Tisch ist der fest? Der ist fest, gell? Ja, dies ist fest, aber diese kannst du überall hinschieben. Toll. So, und das hier ist für die Füße, gell? Füße und hier das Staubsaugersystem serienmäßig. Ah, ihr habt einen zentralen Staubsauger? Ja. Dometic lässt grüßen. Das ist übrigens eine tolle Sache, gerade hier an so einem Haus, wie du da bist. Dann nicht jedes Mal den Dyson, dann ist der Akku leer, dann du weißt nicht, wohin damit. Es gibt ein Schlauchpaket, dann Schränke. Zeig mal, ja, bitte. Ihr habt Schränke wie zu Hause, hier in dem Modell. Ja, guck mal, wie groß. Und es kommt noch besser. Ich zeige euch gleich noch was anderes. Schrank Nummer 1. Ja. Guck mal, wie breit das ist. So viel, genau, Platz habe ich zu Hause noch nicht. Und hier haben wir nicht nur einen Kleiderschrank, aber auch einen Trockenschrank. Der Trockenschrank, den kennen wir schon. Drunter ist die alte Fußbodenheizung. Auf Wunsch übrigens auch mit Alde Flow, wenn dann jemand, ja, das haben möchte. Ja. Kann man auch nachrüsten? Kann man auch nachrüsten. Habe ich gemacht. Ihr habt eine zentrale Steuerung zum Ablassen des Wassers über Elektronik. Ja. Die habt ihr aber nicht erst seit gestern, das habt ihr schon seit Jahren. Auch mehrere Jahren. Und das große Vorteil ist dann, dass das komplette Wassersystem wird dann elektrisch entleert. Und da hast du keine Möglichkeit, dass es gefriert. Es geht auch automatisch, wenn es zu kalt wird. Das heißt, es merkt das, wie der Frostwächter früher. Also es gab früher so einen Frostwächer. Mhm. Wenn es dann zu kalt wird, geht es automatisch auf. Okay. Nee, das nicht. Geht nicht automatisch. Das heißt, ich so einfach eine Taste eindrücken. Und genau. Ja, und wenn du in deinem Wohnwagen bist, dann hast du natürlich alles geheizt, wenn es draußen kalt ist. Und dann brauchst du auch nicht diese elektrische Entleerung. Das brauchst du nur, wenn du wieder weggehst. So ist es. Außerdem bietet ihr an eine Fernüberwachung des Wohnwagens über eine App. Das, ja, heißt, da siehst du alles, die Alarmanlage, du siehst alles. Das heißt, Beleuchtung, du bekommst die Nachrichten, ob die Batterie zu niedrig wird oder ja. So. Und dieser Kleiderschrank hier, der zieht mir die Füße aus, denn der ist nun wirklich riesig. Und
Allein das ist doch ein Argument, oder? Aber es macht die Länge. Ich glaube, der Meter mehr. Ja, natürlich. Das merkt man hier mit Schränke. Es hört gar nicht mehr auf. Es geht bis runter. So stark. Gut, auch so ein kleines Detail. Guck mal hier. Ihr habt überall Schienen festgemacht, dass die Schranktür nicht klappert. Ja. Und auch vollkommen, da schwingt nichts, nix. Nichts. Nee, das bleibt immer gerade. So, dann Licht ist natürlich innen drin, aber nicht nur ein Licht, eine ganze Lichtleiste. Ich glaube, Licht, da, ihr habt so viel Licht im Auto, oder? Ja. Oder im Auto. Im Wohnwagen. So, das hier sieht aus wie ein Fenster zu Hause. Wie in so einem, ich sag mal, Altbauwohnung, die jetzt da ist, oder in so einem Designerhaus. Sieht gar nicht aus wie Camping. Nee, das stimmt. Und dann noch die Gardine dazu. Ja. Das sind aber einfach Seitsfenster quer eingebaut. Ja. Einfache Lösung, aber es reicht. Das stimmt. Gegenüber das Bett. Also dann hast du eine tolle Aussicht. So, du darfst mal bitte zeigen. Ich nehme an, oder ich befürchte, auch das ist elektrisch. Nee? Das ist elektrisch. Das ist elektrisch. Das heißt, das ist jetzt die Lümmelposition. Da habe ich dir heute mal beigebracht, als Niederländer, was Lümmeln heißt auf Deutsch. Ja. Heißt sich entspannen. Entspannen. Und jetzt kannst du es runterfahren und hast dann die Länge vergrößert. Ja. Natürlich ein bisschen weniger Platz, um nach hinten zu gehen. Aber es immer, geht noch. Immer noch Platz. Es geht noch. Genau, das kannst du uns gleich mal zeigen. Jetzt geht immer Platz. Zurück? Ja, ich glaube, es geht wesentlich besser, wenn du es von da machst, mit der Matratze. Warum ich das weiß, wir haben den letzten ja schon gedreht. So, die Matratze ist drin. Du kommst jetzt noch vorbei. Geht. So, und die Tiefe dürften so gute 2 Meter sein vom Bett, oder? Ja, jetzt. Das Bett ist länger noch, 2,15 Meter, wenn ich das richtig habe, und 1,40 Meter breit. Ja, ziemlich cool. Wir hatten den Senior-Chef hier heute, 1,97 Meter. Und der ist, guckt euch das Video an, beim Tausender ist er durchgelaufen. Ihr habt Stehhöhe 1,96 und das ist für viele große Leute ein Segen, oder? Ja, sicher. Und dann diese 1,96 ist bis zu die Dachfenster. Also wenn du daneben stehst, hast du noch ein bisschen mehr Länge, aber es reicht. Und was auch Harry de Greef gesagt hat, du stehst natürlich nicht immer die ganze Zeit gerade. Das ist nicht die normale Weise. Also du hast Platz genug, auch in Stehhöhe. So, wir gehen gleich mal kurz ins Bad rein. Unten drunter habe ich Stauraum unterm Bett. Unten drunter hast du Stauraum. Mit Gasdruckfedern. Ja. Und Beleuchtung natürlich wieder. Beleuchtung, da ist der Wassertank. Das ist der Grauwassertank. Der Grauwassertank. So, und ihr habt viele Kabel, muss man sagen, verkauft ihr mit einem Citywasseranschluss. Ja. Das heißt, die werden fest angeschlossen. Ja. Wie gibt es da Tricks, dass ich den Citywasseranschluss im Winter auch benutzen kann? Gibt es da so Heizleitungen, die ich kaufe? Oder wie funktioniert das, dass das nicht einfriert? Naja, dann hast du diese elektrische Entleerung, was am allerwichtigsten ist. Du öffnest die Wasserhähne. Nee, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel... Mit Citywasseranschluss brauchst du eigentlich nichts zu machen. Ja, ich habe nämlich ab und zu mal, weil ich habe mal für einen Zirkus gearbeitet, denen sind die Leitungen immer eingefroren, die dann in den Wohnwagen reingingen. Reingehen, ja. Genau, ja, das war so. Aber da habe ich mal gesehen, da gibt es sogar beheizte Leitungen, die, ich sag mal, das Wasser dauernd beheizen, dass es nicht einfriert. Aber das liegt natürlich alles draußen. Und ich kann nur sagen, was hier drin ist, also hier innen brauchst du eigentlich gar nichts zu machen. Nur diese elektrische Entleerung, wenn du weggehst von deinem Reisemobil oder Wohnwagen. Ja, ziemlich cool. Ihr habt Nachtschränkchen. Ja. Aber diese Klappe hier, das ist frische Luft. Frische Luft, ohne dass ich ein Fenster öffnen muss. Und einbruchssicher. Aber es kommt noch besser. Ihr habt wie in einer finnischen Sauna hier unten dann so einen Regler drin. Und da geht es dann plus 90 Grad, kann man denn hier machen zum Schwitzen? Nee. Nee, das ist die Zwangsbelüftung. Das kannst du dort einstellen, wenn du merkst, dass du zu viel Kondenswasser hast. Und das merkst du natürlich bei den Fenstern, weil das Kältebrücke sind. Dann kannst du das einstellen, einregeln. Dann bekommst du mehr frische Luft von unter das Fahrzeug. Mhm. Und das reicht, dann siehst du auch sofort, dass das Kondenswasser weggeht. So, dann fahr's nochmal hoch bitte das Bett. Ja. Das mal sehen. Das ist jetzt kein Spielzeug, das funktioniert hier, die Elektrik. Ich nehme an, die habt ihr ja 10.000 Mal rauf und runter fahren lassen. Ja. Ganz viele Modelle stehen natürlich auch auf die Messe und die Kunden wollen. Die gehen nicht gerade pfleglich damit um. Ja. So, jetzt kommt man nämlich wesentlich besser hier durch. Ja. So.
So, ich drück's mal gerade noch ein bisschen rein. Funktioniert. Dann das Bad, wenn du mal vorgehst. Große Dusche. Ah, das ist gleich mit dem Tausender, gell? Ziemlich. Das ist so der. Das heißt, ich habe also auch eine ordentliche Stehe. Aber ich muss sagen, das hier ist noch das alte Modell mit der alten Duschkabine. Die neuen Modelle haben noch mehr Platz, mehr Raum. Das ist ein Dreivierteljahr älter. Vielleicht das alte Modell. Für uns alt. Oder? Für euch alt, ja, das ist so. Ja. Der Grund, warum wir hier einige 220er stehen haben, ist, ihr wolltet jeden Grundriss zeigen. Also ihr wolltet wirklich die größte Kaba-Erlebniswelt machen in Europa. Ja. Das ist euch gelungen. Kommen Kunden schon mal hierher, um mal zu sehen, wie es aussieht? Ist natürlich gemein für die Firma de Greff, ja, weil wenn sich das jemand interessiert, aber er kann die auch hier kaufen. Das heißt also. Natürlich. Ja. Und es ist nicht so einfach, um die Fahrzeuge zu verkaufen, nur vom Prospekt, nur vom Katalog, weil es ist hier eine Menge Geld, das ist 80.000 Euro und dann willst du doch mal gucken, wie das auch wirklich aussieht. Auch die Videos bringen dich da nicht weiter. Also ich meine, man kann viel zeigen, aber das selber erleben ist was ganz anderes. Ist was anderes, ja. Auch hier Beleuchtung, das kann man dimmen, das ist jetzt nicht auf Vollgas. Die habt ihr da. Ja. Die Toilette ist da. Ich habe auch hier richtige Ablageflächen. Da sieht man auch diesen Charakter, dass man dann auch eher mal feststeht. Ja, hier haben wir die Schubladen. Hier haben wir noch Platz. Doppelboden. Das ist drin mit Rausfallschutz. Und dann die Tedford-Toilette. Und ihr bietet wahrscheinlich in diesem hier auch eine Cinderella? Ja. Auf Wunsch? Ja. Das Wichtigste ist, dass wir Platz dafür haben und das haben wir beim Heckbad. Also wir haben Platz genug für eine Cinderella-Verbrennungstoilette und das ist natürlich optimal. Ja, schaut euch das Video an. Wir haben mal gezeigt, wie man es nachrüstet, aber ab Werk ist natürlich noch schöner. Ja. Das heißt, du brauchst denn, wenn du feststehst über einen längeren Zeitraum, keinen Chemie entsorgen oder irgendwas. Nee, brauchst du alles nicht mehr. Gar nicht. Wird verbrannt. Wird alles verbrannt bei 500 Grad. Ja, übrigens, wir haben eine Banane mal, das ist so der Klassiker. Ja. Anstelle von ein bisschen Kaki hat man eine Banane reingemacht, ein Glas Wasser dazu. Und ich glaube, nach 40 Minuten ist es weg. Es können bis zu 3 Leute pro Stunde auf Toilette gehen. Ich glaube, wär das nicht lang, ich glaube sogar bis zu 4. Also, ja. Was ich weiß, bis 6 Personen und dann braucht man 45 Minuten, sodass es abkühlt das und dann kann man das wieder benutzen. Aber das ist ja jetzt extrem. Ja. So ist es dann. Aber die Leute, die es haben, die sind eigentlich ganz happy, muss man sagen. Ja. Das ist aber auch eine Entscheidung, sicher nicht ganz billig. Kostet einige Tausend, genau. 4.500 Euro, ja. Aber es ist schon billig hier. Das ist so der, wenn es eine Anschaffung ist für so lange Zeit, dann ist es wie bei einer Küche. Ich meine, du musst das ja auch mal sehen. Die Leute geben für eine Küche teilweise zu Hause 50.000 Euro aus. Mhm. Da hast du nur eine Küche, da hast du noch kein Haus. Nee. Das ist da ist noch keine Heizung dabei, da ist noch kein Boden dabei, noch kein. Ist das hier schon die Größe, wo die Leute das hier als Wochenendhaus verwenden, so ein bisschen? Ja, natürlich. Und nicht nur das Wochenende, aber als zweites Haus. Das heißt als Ferienhaus. Mhm. Ganz oft haben die Leute keine Baugenehmigung. Das ist so, kaufen sich dann Kabel, haben also Fußbodenheizung, richtige Küche drin mit allem drum und dran, eine richtige Ferienwohnung, dann noch Außenzelte. Also ihr habt ganz viel Zubehör. Ja. Zum Beispiel habt ihr so eine Dachentlastung, wenn es irgendwo schneit. Ja. Die gibt es dann. Aber es gibt auch Vorzelte ohne Ende, zum Beispiel Herzog. Natürlich. Die passen. Ja, und wir arbeiten auch viel zusammen mit Isabella. Also das sind auch richtig gute Vorzelte. Also in diesem Sinn ist ganz viel möglich. Isabella kenne ich nur von den Stühlen. Das sind dieselben, glaube ich, die so tolle Stühle machen aus Dänemark. Ja, und das Fenster kann ich öffnen. Wenn du das mal öffnest, bitte. Denn das ist natürlich beim Kochen herrlich. Aber, was ich euch gleich mal zeige, Kabe hat nämlich, boah, ist das ein Oschi, das Fenster. Das ist ja riesig. Jetzt ist es fest. So, es war schon ganz lange nicht auf. Denn der Trick ist übrigens beim Öffnen, das weißt du ja, langsam öffnen. Ja. Dann geht es nämlich, viele machen es zu schnell, dann geht es gar nicht. Ja. Das habe ich auch jahrelang nicht gewusst. Habe mich immer gewundert. Aber ist natürlich ein ganz großer Flache auch. So, und jetzt habt ihr hier Dunstabzug. Ja. Der ist auch mit drin. Ja. Elektrisch? Elektrisch, zwei Stufen. Geht nach außen, oder ist das, nach außen, direkt nach außen. So, und das ist die Steuerung, wenn du mir die mal zeigst. Ja. Das ist so einfach, also erinnert mich unglaublich an Wohnmobil. Ist die gleiche wie in dem Wohnmobil? Ja,
gleich, komplett gleich. So, da kann ich alles regeln, sogar die, alles regeln. Die also Entleerung. Hier hast du die Bewegungsmelder, hier hast du die Beleuchtung, Deckenleuchte mit Dimmer. Hier haben wir noch mehr Beleuchtung. Das ist von der Küche hier vorne. Mhm. Parkbeleuchtung, Beleuchtung im Gaskasten, Wasserpumpe. Das hier ist genau gleich wie die, wie das alte Panel. Mhm. Jetzt muss ich ja ein bisschen nachdenken, aber dann kommt es sofort. Guck mal, jetzt ist es an. Und hier siehst du, das ist genau gleich wie bei Alde. Ist alles okay, das heißt, das Alde kannst du dann verstecken quasi. Ja, das braucht man gar nicht mehr. Ja, wir als Hersteller müssen das irgendwo verbauen, weil anders funktioniert das nicht. Aber wir haben alles integriert in ein Panel. Also du kannst alles über ein Panel machen und dann über die App auch. Und auch über die App. Das heißt, ich kann, wenn ich komme, schon mal die Heizung anmachen. Ja. Oder und, hochdrehen. Und der Kühlschrank ist dann kühl. Und Heizung ist an, ist alles vorgeheizt. Das ist so. Also zusammenfassend, nicht ganz billig, muss man sagen, aber hohe Qualität, extremer Temperaturschutz, also ob kalt oder warm. Ich bin also isoliert wie in einem, ich sag mal, in einem Passivhaus zum Beispiel. Ist das vergleichbar? Ja. Das Vorteil für uns ist, dass wir das alles konditionieren können. Es ist eine bestimmte Länge und Breite und Höhe. Und dann hast du mehr Komfort wie zu Hause. Ja, und das ist der Grundriss. Aber es gibt nicht nur den als 880er. Nee. Ihr habt doch Stockbetten? Och, wir haben so viele Grundrisse. Das hier ist dann eine mit Frontküche. Wir haben auch die 880er mit der Rundsitzgruppe vorne. Und dann gibt es, ich schätze so 20 verschiedene Grundrisse. Ja, lass mal gucken. Mit der Deichsel hat er schon 10 Meter Länge. Das ist. Die Aufbaulänge hier ist 8,80. 8,80, aber insgesamt? Dann, insgesamt sind wir bei 10 Meter. Sieht gar nicht so groß aus. Nein. So, wir sind bei De Greff. Bei De Greff in Grave. De Greff in Grave. Ja, das. Komm, ich zeig mal gerade was, dass du das mal siehst. Die machen das wirklich schon sehr lange. Ja. Wir drehen heute am Montag den, was ist heute, dritte? 3. Mai. 3. Mai. Und ihr habt wirklich eine Riesenausstellung, die habe ich am Anfang schon mal gezeigt. Aber wir gehen mal raus. Ich will den Leuten nämlich einmal zeigen, wie Grave gesprochen wird. Denn ich habe ein Schild entdeckt, wo es draufsteht. Das ist hier draußen. Und wir sind tatsächlich in den Niederländern. Wir haben es nicht gefaked. Wenn du mal kurz mitkommst. Ja. Guck mal da. Die bauen nämlich gerade neu. Da vorne kann man zumindest erahnen, auf dem Schild, da steht drauf Grave. Aber es ist wirklich nur ein Katzensprung, es ist von Deutschland. Ja, eine halbe Stunde von der Grenze. Ungefähr von Amsterdam, wie weit weg? Eine Stunde. Ja. Aber gut, hier ist ja alles nah, glaube ich, in Niederlande. Wir sind nicht so groß. Nicht so groß, so ist es. De Greff. Ja, du bist froh, den Partner zu haben, oder? Ja, sicher, natürlich. Und auch, weil ihr so eine tolle Ausstellung habt. Und die sind auch sehr begeistert von Grave und geben Vollgas. So, ihr habt in den Niederlanden noch mehr Partner? Natürlich, ja. Wir haben mehrere Händler, genauso wie in Deutschland. Nicht auf jede Ecke, aber es reicht. Überall kannst du deinen Grave-Händler finden. Ja, teilweise. Also ihr implementiert ja neue Händler, muss man sagen. Ja. Demnächst gibt es im Saarland ja einen. Ja. Das Ganze ist aber auch so, wenn die heute bestellen, die erste Ware kommt oft erst ein Jahr später. Das heißt also, das ist gar nicht so einfach, oder? Ist nicht so einfach. Aber wir sind bei Grave glücklich nicht so groß in Volumen. Also wir können ziemlich schnell liefern. Also wir sind jetzt im Mai. Die neuen Modelle können wir schon im September liefern. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Peter Flanderen. Und Flanderen ist eigentlich belgisch, oder? Das ist belgisch, ja. Flämisch. Achso, du hast entsprechende Wurzeln? Nee. Nee. Nee, das ist Zufall. Das ist Zufall, ja. Es gibt auch Belgier, die irgendwie am Schluss Holland haben? Nee. Bestimmt. Ja. Aber ich habe immer einen Vorteil, wenn ich in Belgien bin. Sag mal, es gibt doch in Belgien so Kennzeichen für Wohnmobile, wo du draufschreiben kannst, deinen Namen und so. Ja, ja. Das habe ich gesehen. Das gibt es in Holland noch nicht. Nein, das haben wir in Holland nicht. Nein. Das wäre doch schön, wenn du da irgendwie Peter oder Grave. Ja, genau. Dann werde ich Grave haben. Ciao. Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technik-Videos versorgt zu werden.